So, schönen guten Abend. Ich habe das Vergnügen, Sie heute Abend hier zu begrüßen. Mein Name ist Hermann Ott. Ich arbeite hauptberuflich für das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, lehre aber auch an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und bin ehrenamtlich auch für den Deutschen Naturschutzring tätig im Präsidium. Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung heute hier in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung durchführen können. Herzlichen Dank nochmal an Barbara Unmüßig, an Lilly Fuhr, die sich da sehr für eingesetzt hat. Unsere Kooperationspartner ansonsten sind die TAZ als Medienpartner. Der Deutsche Naturschutzring hat auch etwas dazu beigesteuert. Und natürlich das Umweltbundesamt und das Umweltministerium, in dessen Rahmen das hier alles stattfindet. Als ich die Ergebnisse des G20-Gipfels gesehen habe, und ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber jenseits der großen Gipfelerklärung ist auch noch ein Programm verabschiedet worden, ein Energy and Climate Program. Und dann stehen zwei Worte noch dahinter, for growth. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, haben wir in der Enquete-Kommission des Bundestages komplett versagt, dass ein G20-Gipfel, der unter deutscher Präsidentschaft stattfindet, ein Energie- und Klimaprogramm für Wachstum auflegen kann. Die Enquete-Kommission des Bundestages werden die meisten noch kennen, hat ja 2013 ihren Bericht vorgelegt. Ich selber war Teil dieser Enquete-Kommission und durfte eine der Projektgruppen leiten, die sich mit der Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaften beschäftigt hat. Das, was hier heute passiert, ist indirekt immer noch Folge dieser Enquete-Kommission. Denn schon damals gab es Überlegungen, was ist denn eigentlich, was kommt denn nach der Enquete? Bei aller Kritik, die man ja an den inhaltlichen Ergebnissen der Enquete-Kommission haben kann, eines hat sie auf jeden Fall erreicht. Sie hat für 2,5 Jahre, von Anfang 2011 bis Mitte 2013, eine Plattform geboten, einen Raum geboten, einen Resonanzraum, in dem Diskussionen stattfinden konnten über das Thema, was, wie ich meine, das Schicksalsthema des 21. Jahrhunderts ist. Wie wir als Menschen nämlich unseren Stoffwechsel mit der Erde organisieren, also unsere Wirtschaft. Und in diesen 2,5 Jahren der Enquete-Kommission haben die Mitglieder damals häufig zu sich gesagt, Mensch, ja, wir hätten gern ein bisschen mehr medialen Widerhall für unsere Enquete-Kommission. Wie viel das aber dann doch war, bemerkte man erst, als die Enquete-Kommission zu Ende war. Da kam nämlich nichts mehr. Und die Überlegung, die damals schon geherrscht hat, war, was kommt denn danach? Und eine Idee, die ich hatte, war, warum gibt es nicht auch eine zivile Enquete, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität? Wenn es die Politik nicht macht, dann muss man es halt selber machen. Und mit dieser Idee bin ich im September 2014 zur Degrowth nach Leipzig gefahren und habe dort mit Einverständnis der damals Organisierenden ein Hintergrundgespräch organisiert. Es waren 30, 35 Leute mit der Frage, so einer Art Brainstorming, wie soll es eigentlich weitergehen nach der Enquete? Und ein Ergebnis ist die zivile Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Wir haben uns heute zum 11. Mal getroffen. Ein loses Netzwerk von Wissenschaft, Politik, Medien, Grassroots-Organisationen, die gemeinsam Themen erörtern, aber auch eben eine Plattform sein wollen für das, was vielleicht am wichtigsten ist, nämlich der Streit. Ich finde, es wird zu wenig gestritten, und zwar konstruktiv gestritten über die wirklich wichtigen Themen. Und diese Enquete soll eben unsere zivile Enquete soll einen solchen Ort bereitstellen. Das, was wir gemacht haben, mit Unterstützung auch des Umweltbundesamtes, ist eine Diskussion, Politik ohne Wachstum im Dezember, vielleicht waren einige von Ihnen schon da, jetzt im Mai einen parlamentarischen Abend zu den Politikstrategien, die im Rahmen dieses Projekts und der zivilen Enquete entwickelt worden sind, und eben heute diese Veranstaltung. Viele von Ihnen werden am Nachmittag schon bei den Workshops gewesen sein. Und ich habe mir sagen lassen, es sei wirklich ganz, ganz
wunderbar gewesen. Tolle Ideen, die dort entwickelt worden sind. Und das wollen wir heute Abend so ein wenig zusammenfassen auch und vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Einerseits auf dem Podium, aber andererseits eben auch mit Ihnen. Das ist der Sinn dieser Fishbowl-Diskussion. Und habe ich mir gerade sagen lassen, naja, so richtig Fishbowl ist es ja nicht. Ja, da müssten wir nämlich in der Mitte sein. Aber das war irgendwie gestalterisch, raumgestalterisch nicht zu machen. Insofern habe ich versucht, das doch möglichst Fishbowl-ähnlich zu machen und uns im Halbkreis aufgesetzt. Die Grundidee einer Fishbowl-Diskussion ist ja, Sie sehen diese zwei weißen Stühle hier, das sind die heißen Stühle, also die, wo Sie sich hinsetzen können, in die Runde begeben können, um Fragen zu stellen oder auch Statements abzugeben, die ich bitte auf eine Minute zu beschränken. Hier rechts von mir und ganz links auf der anderen Seite sind die Zugänge, Treppen, also man muss kein Bergsteiger sein, um dann hier teilnehmen zu können, können sich auf den Stuhl setzen und in die Diskussion eingreifen, also Fragen stellen, möglichst präzise, wie gesagt, und möglichst dann auch wieder gehen, um Platz für andere zu machen. Eine zweite Form der Beteiligung für diejenigen, die das hier nicht erklimmen wollen, das Podium, das sind so kleine Kärtchen. Wo sind die Kärtchen? Die verteilt werden. Da, ich sehe ich es schon. Hier sind sie bei Jana. Sie liegen auf Stühlen raus. Vielleicht geht es aber noch mal ein bisschen rum. Auf die man Fragen aufschreiben kann, die dann an mich weitergegeben werden als Moderator und die ich dann den hier auf dem Podium Versammelten stellen werde. Jetzt also zum Wesentlichen. Postwachstumspolitiken in Zeiten von Rechtspopulismus haben wir diese Veranstaltung genannt. Und das ist der Versuch, diese etwas für viele esoterische Thema Postwachstum, weit weg, ist was für Bildungsbürgerinnen und Bürger, hat mit dem wirklichen Leben eigentlich gar nichts zu tun. Unsere Probleme, die liegen woanders. Wir haben die wirklichen Probleme, zum Beispiel Rechtspopulismus, um das miteinander zu verknüpfen, also um die Postwachstumsfrage so ein wenig zu erden und und darzustellen, inwieweit unser wachstumsfixiertes Wirtschaftsmodell vielleicht auch zusammenhängt mit einigen der Problematiken, mit denen wir uns so im täglichen Leben herumschlagen. Dafür haben wir uns Beistand für das Podium gesucht. Uli Brandt, viele werden ihn jetzt vermissen. Er hat gestern abgesagt. Muss ja vielleicht nicht ins Detail gehen, was er nun hat, aber es war auf jeden Fall für ihn unmöglich zu kommen. Aber wir haben sehr guten Sachverstand auf dem Podium. Silke van Dijk, manche werden sie heute Nachmittag schon gehört haben, wo sie eine Keynote gehalten hat zur Eröffnung der Workshop-Phase. Sie ist Professorin für politische Soziologie an der Universität Jena und hat schon einiges zu den Zusammenhängen zwischen Rechtspopulismus und Postwachstum oder unserem Wirtschaftssystem erforscht. Friederike Habermann, ganz links, sie ist Volkswirtin, Historikerin und, ich habe mich gerade noch mal erkundigt, promovierte Politikwissenschaftlerin und Aktivistin, Buchautorin. Und Barbara Unmüßig, muss ich, glaube ich, gar nicht vorstellen, hier im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sozusagen die Hausherrin hier und sehr, sehr erfahren in der Umsetzung, in der Kreation von Ideen, von Institutionen auch und in der Auseinandersetzung mit merkwürdigen Ideen. Als ich jetzt mal diesen Rechtspopulismus bezeichnen möchte. Wir werden das so machen hier, dass wir... Hört man mich eigentlich? Ja, ich muss ein bisschen näher ran. Wir werden das so machen hier, dass ich Fragen stelle, die eigentlich auch die Leitfragen dieser ganzen Veranstaltung sind und dass ich unsere Podiumsteilnehmerinnen bitte, die wirklich auch sehr, sehr präzise innerhalb von 2 bis 3 Minuten zu beantworten. So eine Art Speed-Diskussion, die wir hier dann machen. Ganz entschleunigt in 2 Minuten die richtigen Worte finden. Ja. Und das sind die Fragen, die uns ja
schon den ganzen Nachmittag über beschäftigt haben. Und vielleicht fange ich gerade mit Silke van Dijk an, die schon Übung hat, weil sie nämlich heute Nachmittag eine Keynote gegeben hat und die ich jetzt bitten würde, in 2-3 Minuten wirklich sehr, sehr präzise zusammenzufassen, inwieweit unser wachstumsfixiertes, will ich jetzt mal sagen, Wirtschaftsmodell auch mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus weltweit eigentlich zu tun hat. 2 Minuten. Es hat insofern damit zu tun, als dass wir der Wachstumskapitalismus, wie er sich in den Nachkriegsjahrzehnten herausgebildet hat, mit hohen Wachstumsraten, dass der seit den 70er Jahren zunehmend in die ökonomische Krise geraten ist. Wir kennen alle, dann kommt der Paradigmenwechsel zum flexiblen Kapitalismus, die zunehmende Selektivität des Sozialstaats, die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, also eine zunehmend sozial prekärere Situation für viele Menschen in einer wirtschaftspolitischen Konstellationen, die sich vor allem an den Angebotsbedingungen der Unternehmen orientiert. Mit dieser ökonomischen Krise, das Wichtige daran ist für unsere Diskussion, was ich heute auch schon mal kurz erwähnt hatte, dass durch die Wende zum Neoliberalismus und die Politik der Deregulierung und der Umverteilung von unten nach oben, dass die Profitraten wieder sozusagen restauriert werden konnten, dass die Wachstumsraten aber konstant niedrig geblieben sind. Also dieser Paradigmenwechsel hat nicht das Wachstum wieder angeschoben, sondern nur die Profite restauriert. Ich glaube, das ist für unsere Diskussion ein ganz wichtiger Punkt. Und wir wissen eben auch, mit diesem Paradigmenwechsel geht die soziale Krise einher, dass wir nämlich eine zunehmende soziale Ungleichheit haben, dass in den letzten 10 Jahren konstant eigentlich nur die obersten 20% überhaupt von den niedrigen Wachstumsraten profitiert haben. Und das ist natürlich eine Konstellation, die ökologische Krise erwähnt, die ist, glaube ich, hier selbst evident, erwähne ich jetzt nicht nochmal. Aber diese Konstellation ist natürlich eine Situation, wo es eine Lücke gibt für Akteure, die die soziale Frage adressieren. Und genau das ist zumindest zum Teil von rechter Seite passiert. Also ich denke, hier gibt es auch ein großes Problem, dass die Linke in weiten Teilen Klassen vergessen, sich auf andere politische Fragen konzentriert hat. Ich möchte damit gar nicht der Diskussion Vorschub leisten, zu sagen, jetzt sei jetzt der Antirassismus und der Antisexismus schuld, dass jetzt sozusagen die soziale Frage von rechts wieder käme. Das finde ich eine total problematische Schlagseite. Aber diese Klassenvergessenheit, die hat es definitiv gegeben. Und in dem Sinne ist der aufkommende Rechtspopulismus, oder muss man darüber diskutieren, was es bedeutet, dass die soziale Frage plötzlich von rechts und nicht mehr von links besetzt wird. Und das kann man, glaube ich, am Beispiel Trump, ich wiederhole es nochmal für die, die es heute schon gesehen haben, Trumps Versprechen zu sagen, make America great again, das ist nicht das Versprechen von dem Sozialstaat der 70er Jahre, aber es ist das Versprechen, den fossilen Kapitalismus des amerikanischen Öl- und Kohlejahrhunderts mit dem weißen männlichen Industriearbeiter als starker Figur, den zu revitalisieren. Und in dem Sinne ist das rechtspopulistische Projekt oder das Projekt Trump, wie viele rechtspopulistische Parteien in Europa, revitalisiert das so eine Idee von einem nationalen Wachstumsmodell mit sozusagen dem weißen Arbeiter als zentraler Sozialfigur. Und ich glaube, in dem Punkt haben wir eine ganz enge Verknüpfung. Also dieses wachstumszentrierte Wirtschaftsmodell hat die Profitraten steigen lassen, aber nicht das Wachstum angekurbelt. Das fand ich eine der erstaunlichsten Aussagen heute Nachmittag. Ich würde noch, ja und nein, ne? Also wachstumszentriert war der fordistische Keynesianismus der Nachkriegsjahrzehnte auch, ne? Mit hohen Wachstumsraten. Man muss sich aber immer in Erinnerung rufen, dass das auch eine Situation war, als nach Zweiten Weltkrieg und Holocaust ein ganzer Kontinent wieder aufgebaut wurde. Also die Leute, die anfangen zu träumen von Wachstumsraten von 6-7%, völlig illusorisch in einem sozusagen jetzt der früh industrialisierten Länder. Also so gesehen, was passiert ist im Neoliberalismus, also sozusagen da hat es hohe Wachstumsraten gegeben. Der Neoliberalismus hat die Profite restauriert, aber nicht die Wachstumsraten wieder in diese Richtung zurückgebracht. Ich glaube, der Unterschied ist der entscheidende. Vielen Dank. Friederike. Ja, aber 3 Minuten Zeit, leistungsorientiert wie ich bin, schaffe ich da 3 Antworten. Die erste Antwort ist das scheinbar offensichtliche Ja. Silke, du hast heute eben auch diese These von der ökonomischen Notwehr zitiert oder jetzt auch gesagt, die Wirtschaftskrise geht mit sozialer Krise einher. Also diese Angst um den Arbeitsplatz, um die ökonomische Sicherheit ist natürlich gegeben in einem System, das eben Anerkennung und soziale Absicherung daran weitgehend koppelt.
Bekannt ist eben auch, dass es ja gerade auch Mittelklasse ist, die jetzt erstmal gar nicht so prekär ist, die dann nach rechts tendiert, weil sie eben Angst hat, abzusteigen oder vielleicht auch einfach, weil sie weiß, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird oder dass es ihnen schlechter gehen wird als ihnen selbst. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch die andere Antwort, nämlich das Nein, es besteht kein Zusammenhang in so, oder der Zusammenhang ist ja gerade auch umgekehrt, weil wenn die Wirtschaft wächst, so wie sie im Augenblick ausgerichtet ist, dann bedeutet das eben Wirtschaftswachstum auf der Basis der Industrie 4.0. Das heißt, diese Prognosen, die Richard David Precht zum Beispiel gerade in den Talkshows verbreitet, wo er sogar sagt, in 10 Jahren würde die Hälfte der Jobs wegfallen, ein bisschen wissenschaftlicher wäre es dann in knapp 20 Jahren, dass es zu diesen Arbeitsplatzverlusten kommt. Das sind ja Visionen, die gerade dann stattfinden, wenn Wachstum stattfindet und wenn eben mit dem Wachstum auch die Effizienz voranschreiten kann. Das heißt, es kann man nicht in, also es gibt mit Wachstumskrise gibt es eine Tendenz zum Rechtspopulismus, mit Wachstum gibt es die aber auch. Deshalb ist es vielleicht gar nicht mit oder ohne Wachstum. Und die dritte Antwort wäre ein Jein. Oder auch erstmal gesagt, das Problem liegt tatsächlich eben nicht in Wachstum, sondern im Kapitalismus. Mit Wachstum geht es eben. Das Wachstum kann eben ja auch nicht einfach weggelassen werden aus diesen Gründen, die du auch angedeutet hast. Die Umverteilung war noch nie so, dass bei den Reichen umverteilt wurde, sondern natürlich von dem größeren Kuchen, der immer größer wird und davon wird dann die Umverteilung finanziert. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir wesentlich mehr Geld im Monat in die Weltwirtschaft gerade pumpen, als das 2008 in der Krise getan wurde, weil nämlich wirklich verzweifelt versucht wird, gerade Wachstum zu generieren, einfach um die Weltwirtschaft nicht crashen zu lassen. Das heißt, es gibt innerhalb dieser Logik keinen Ausweg. Und ein Fehler, den die Linke da, glaube ich, macht in einem Taz-Kommentar mit Anja Humburg, die auch hier ist, hatten wir darauf aufmerksam gemacht, dass die Linke in der jetzigen Situation, glaube ich, in der Gefahr ist, die ökonomische Frage eben wirklich darauf zu verengen, wie viel Geld kriegen die Leute jetzt? Und das, was altmodisch ausgedrückt Entfremdung hieß, nämlich dass es den Leuten einfach in den gegebenen Lebens- und Arbeitsverhältnissen an sich schon schlecht geht, weil sie von Konkurrenzdruck bedroht sind, weil sie Mobbing erleben, weil sie in einer Ellenbogengesellschaft leben, weil sie nicht das mit ihrer Arbeits- und Lebenszeit machen können, was sie machen wollen, das wesentlich ernster zu nehmen, das wäre, glaube ich, wirklich eine Notwendigkeit. Und auch diese Tendenzen gegen Gender-Mainstreaming vorzugehen, starre Geschlechterrollen wieder haben zu wollen, das hat ja schon was mit diesem Unwohlsein zu tun und dann gleichzeitig also immer diesen Leistungsdruck zu haben. Und dann ist es eben verführerisch, wenn man da einfach, weil man deutsch ist, weil man weiß ist, was auch immer ist. Das heißt, du gehörst dazu, ohne dass du vorher was geleistet haben musst. Das ist, glaube ich, die Verlockung da drin und dann natürlich eben auch das mögliche Ventil. Andere sind jetzt die VerliererInnen dieser Gesellschaft und nicht mehr ich. Ich muss mal kurz sagen, das, was hier aufgenommen wird, wird nur über die Mikros aufgenommen. Ja, vielleicht die Gelegenheit auch für Barbara Unmüßig, die ja gerade in Hamburg auch war und da Veranstaltungen organisiert hat zum G20-Gipfel und damit eher mit Linken als mit Rechten Problembären zu tun hat. Aber wenn du mir erlaubst, möchte ich eigentlich schon auch auf die Ausgangs-, ist das Mikro da an? Auf die Ausgangsfrage eingehen, weil ich sehr teile, was meine beiden Vorrednerinnen sagen, dass wir den Aufstieg des Rechtspopulismus, den müssen wir über die soziale Frage schon auch erklären, aber nicht nur.
Das, glaube ich, ist zu kurz gesprungen. Natürlich stimmt es, dass vor allem auch die neoliberale Variante des Kapitalismus soziale Ungleichheit vor allem auch in den Industrieländern in einer Massivität befördert hat, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Und viele blenden das ja auch aus. Und ich bin sehr froh, dass Sie auch nochmal auf Deutschland da verweisen, was sich eigentlich in Deutschland an sozialer Ungleichheit alleine in den letzten 20 Jahren mit diesem Exportmodell, das wir haben und so weiter, aufgebaut hat. Und da vielleicht auch nur eine Zahl, das ist jetzt eher personifiziert. Unser Vorstandsvorsitzende VW Müller verdient 55 Mal mehr als ein durchschnittlicher Mensch mit Einkommen in der Bundesrepublik. Die unteren 40% in dieser Republik haben die letzten unteren 40% der Erwerbstätigen haben keine Reallohnzuwächse mehr gehabt in den letzten 15 Jahren. Und das muss man sich ja erklären. Was macht das? Eine massive Ansteigung auch prekärer Arbeit in der Bundesrepublik. Wir haben nicht so sehr das Problem, keine Arbeitslosen zu haben, aber wir haben das Problem, wie in anderen Ländern, wie natürlich auch in Südeuropa, auch in Frankreich, wir haben das Problem, dass die Menschen von der Erwerbsarbeit nicht mehr leben können oder schlecht leben können oder mehrere Jobs bekommen. Von daher nochmal, der Aufstieg des Rechtspopulismus ist mit der sozialen Frage zu erklären. Aber was dazu kommt, und das zeichnet ja Rechtspopulismus aus, ist, dass er gleichzeitig die Neiddebatte anstachelt und extrem, extrem in die Ausgrenzung anderer geht. Ja, und sich zurückzieht auf natürlich auf Nationalstaat, aber er braucht, der Rechtspopulismus charakterisiert sich dadurch, dass er nicht nur gegen Eliten argumentiert, gegen Institutionen, die da oben, sondern eben genau das Feindbild braucht, nämlich nach unten sich abgrenzt gegen diejenigen, die angeblich dem weißen Arbeiter oder wie auch immer die Jobs wegnehmen. Und das erleben wir hier gegen Ausländer, gegen Muslime, auch gegen Frauen. Und damit sind wir bei dem Thema, dass wir tatsächlich bei diesen Abstiegsängsten, die da existieren, bis weit in die Mitte hinein ja auch, das ist ja nicht nur ein Phänomen des rechten Randes, aber bis weit in die Mitte hinein, diese Ängste, auch der Genderwahn, ne, der Vorwurf, dass wir mit der liberalen Moderne es übertrieben haben, ne, mit Minderheitenrechten, dass wir es übertrieben haben, mit der Universalität der Menschenrechte, dass wir es übertrieben haben, anderen Minderheiten Rechte zu geben, dass das jetzt zurückschlägt, genau in diesem Sinne. Und weil Ausländer zu uns kommen und weil Frauen gleichberechtigt sind, geht es eben genau diesen Prototypen dieses früheren Kapitalismus oder des Alten, nämlich dem weißen Proletarier, so schlecht. Und diese Ressentiments, und es ist ja nicht nur Ressentiment, es ist Hass, es ist Gewalt, der gegenüber auch Ausländern ausgeübt wird, auch gegenüber Frauen mit unendlich viel Gewalt und Hate Speech auch im Internet, das bricht sich jetzt freie Bahn. Und drittens, ich glaube, wir müssen uns schon auch damit beschäftigen, dass wir de facto das Phänomen gar nicht erklären können, dass in unserer Gesellschaft, egal wie wohlständig es uns ging oder nicht, wir längst ja die Zahlen kennen, dass 12-18% der Bevölkerung auch in einem reichen Land wie Deutschland insgesamt durch die ganze Nachkriegszeit homophobe Einstellungen hat, fremdenfeindliche Einstellungen hat, antifeministische Einstellungen hat. Und diese Einstellungen, die offensichtlich sehr manifest sind, auch über viele, viele Phasen auch dieses Kapitalismus hinweg, die werden gerade eben besonders auch befördert und begünstigt durch sozialen Abstieg, durch soziale Abstiegsängste und durch das, was man Kulturkampf nennt. Vielen Dank. Zweite Runde, zweite Frage, nämlich was kann denn oder was könnte eine Postwachstumspolitik diesem Phänomen des Rechtspopulismus entgegensetzen? Wir wollen das tatsächlich auf Postwachstumspolitik ein wenig fokussieren. Wir haben jetzt viel gehört von den Auswirkungen neoliberaler Politik.
Aber das, was wir heute erörtert haben, zum Beispiel die Politikvorschläge, die da gemacht worden sind, um Wachstumszwänge abzubauen, um Wachstumsdrang zu vermindern, um aus Abhängigkeiten, Wachstumsabhängigkeiten rauszukommen, inwieweit kann das helfen, auch eine rechtspopulistische, dieses Phänomen zu schwächen? Oder ist es eher andersrum, dass wir aufgrund dieser rechtspopulistischen Tendenzen gar keine Chance mehr haben, Postwachstumspolitiken durchzusetzen? Es ist natürlich erstmal so, dass dass die Bandbreite von Postwachstumspolitiken, wie sie jetzt auch in der zivilen Enquete entwickelt worden sind, total groß sind und dass man für jeden eigenen Vorschlag eine große Diskussion führen könnte, schon über das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter. Ne? Ich glaube aber, anknüpfend an das, was wir gerade diskutiert haben, dass es absolut zentral ist, was, glaube ich, sich auch durch den Tag gezogen hat, dass sich die Frage des Postwachstums und als Antwort quasi auf die ökologische Krise nicht abtrennen darf von der sozialen Frage. Und ich glaube, dass genau das, was hier diskutiert wurde, ne, also das Thema aus seiner vielleicht manchmal sozusagen so ein bisschen esoterischen Randständigkeit rauszuholen, ich bin da etwas zurückhaltender, glaube ich, als Sie das formuliert haben. Ich finde, das ist noch nicht so wirklich gelungen und ich finde, es gibt tatsächlich auch in der ja sehr heterogenen Diskussion auch immer wieder die Tendenz, dass man das Gefühl hat, es geht um viele Alltagsprojekte auch des Tauschen und gemeinschaftlichen Gärtnerns und Reparierens, die aber in einem Land wie Deutschland oft doch eine sehr starke Mittelschichtsaffinität haben und vor allem sozusagen unter akademischen Städtern verbreitet sind und sicherlich in der Hinsicht auch was Klassendistinktives haben. Ne? Also wir müssen ja in der Diskussion auch immer darüber diskutieren, wenn man jetzt die ökologische Frage stark macht, dass wir wissen, dass diejenigen, die ökologisch bewusst und reflexiv sind, es thematisieren, trotzdem häufig diejenigen sind, die den ökologisch deutlich größeren Fußabdruck haben. Es gab diese wunderbare Untersuchung zu den Parteien, dass die Wählerinnen und AnhängerInnen der Grünen diejenigen sind, die das Fliegen am problematischsten finden, aber von allen AnhängerInnen der Parteien die höchste Flugquote haben. Und das Problem haben wir immer wieder. Der Hartz-IV-Empfänger oder die Hartz-IV-Empfängerin, die bei Lidl kauft und all diese Dinge macht, die dann auch sozusagen so ein bisschen lebensstilmäßig inkriminiert sind, hat eben einen kleineren Fußabdruck als die Person in ihrem Ökohaus mit 250 Quadratmetern und der Ökosauna im Keller. Also ich glaube, deswegen müssen wir uns klar machen, dass in einer Situation der gesellschaftlichen Spaltung und der radikalen Ungleichheiten eine ökologische Politik, die den Leuten als eine Lebensstilpolitik der Bessergestellten und in dem Sinne auch ein bisschen als ein Klassenkampf von oben erscheint, dass das aufgebrochen werden muss. Und dafür sind, glaube ich, so Initiativen wie die Zivile Enquete super, aber ich finde, es gibt starke Strömungen in der Debatte, die ökologische Frage in dieser Hinsicht eng führen. Also das heißt, finde ich absolut zentral, und ich habe es heute Morgen schon angesprochen, dass das aber auch zentrale Fragen aufwirft. Wenn wir die soziale Frage gleichberechtigt neben die ökologische stellen, haben wir auch Spannungsmomente, Momente, wo man sagen muss, durch Umverteilung, dadurch, dass mehr in den unteren Klassenlagen ankommt, das wird Wachstumseffekte erzeugen. Was macht man damit? Akzeptiert man das als etwas Vorübergehendes, um damit eine Basis zu schaffen? Das wäre meine Position in einer Gesellschaft der Ähnlichen, an einer emanzipatorischen Gesellschaft auch des weniger arbeiten zu können. Aber das ist, also ich finde, das ist die größte Frage und Kontroverse in diesem Sinne. Vielleicht kann ich es auf ein Instrument, was ja häufig genannt wird und eben schon genannt worden ist, auch das bedingungslose Grundeinkommen zu spitzen. Könnte das ein Weg sein, um diesen rechtspopulistischen Tendenzen entgegenzuwirken? Wir haben ja heute Morgen schon gehört, diese zwei Versuche der Ansätze, das zu erklären. Einmal eher sozusagen die ökonomische Erklärung, das ist die Gegenwehr der impoverisierten ehemaligen Industriearbeiterinnen, die jetzt keine Chance mehr haben. Aber dann eben auch die kulturelle Dimension, des sich ausgeschlossen fühlens, da wo Leute sich abgehängt fühlen, wo man zu flexibel sein muss, wo alles sich permanent ändert. Das bedingungslose Grundeinkommen, wäre das zum Beispiel ein Weg? Also ich glaube, dass es wirklich zentral ist, was auch schon benannt worden ist, Arbeit, Arbeitsleistung von der Anerkennung, die Menschen in ihrem Leben erfahren, abzukoppeln. Und natürlich scheint dann das bedingungslose Grundeinkommen erstmal ein guter Weg und ich bin auch dafür.
Es ist aber eben im Gegebenen die Frage, was ich vorhin schon angedeutet habe oder worüber ich gesprochen habe, also weder mit Wachstum noch ohne Wachstum lässt sich aus dieser Krise herauskommen. Ohne Wachstum kommen wir in die Wirtschaftskrise, ist dann gar kein Ausdruck mehr. Mit Wachstum kommen die ökologischen Probleme und genau die Überflüssigmachung von so und so vielen Menschen. Das heißt, es braucht wirklich eine andere Logik. Und wenn jetzt Nancy Fraser diejenige ist, die sehr benannt wird, wenn es darum geht, ja, wir haben immer so viel Identitätspolitik gemacht und jetzt wird es doch mal Zeit, dass wir wieder was anderes machen, dann ist das für mich nicht so ganz erstaunlich, weil Nancy Fraser steht für einen feministischen Ansatz, den ich zusammenfassen würde mit, es geht um Gleichstellung im gegebenen System und zwar in einem keynesianisch geleiteten wirtschaftspolitischen System. Und sie war nie auf der Linie von dem, was man als Queer-Feminismus bezeichnen würde, worunter ich verstehen würde, jeder Mensch kann so nach den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten sich selbst verwirklichen, ohne irgendwelche identitätskategorischen Vorgaben, aber eben auch ohne wirtschaftspolitischen Zwänge natürlich. Und wenn ich das so lese und interpretiere, dann scheint eine ganz andere Logik auf. Mit 1200 Leuten haben wir vor 2-3 Wochen ein 5-tägiges Treffen gemacht für eine Welt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten, wo genau das ins Zentrum gestellt wurde, dass eine Gesellschaft ohne Tauschlogik möglich ist und aber eben auch eine offene Gesellschaft. Das heißt, der zweite Punkt war schon gleich zu sagen, es geht darum, dass Menschen eben ohne strukturellen Zwänge und ohne Identitätskategorien als Vorgaben sich entwickeln können. Und das ist natürlich ein sehr utopischer Ansatz, aber wenn ich jetzt sage, ich bin fürs Grundeinkommen zum Beispiel, dann würde ich immer sagen, ich würde lieber den Ausdruck Grundauskommen wählen. Ich fand es interessant, dass der offensichtlich auch schon vorkam, ist ja noch älter, kommt aus wertkritischen Zusammenhängen, glaube ich. Aber offensichtlich bei der Enquete, wenn ich es richtig gelesen hatte, oder in dem von euch publizierten Papier. Weil es eben aufzeigt, dass es andere Wege gibt, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, als jetzt alles über Geldströme laufen zu lassen. Und diese anderen Logiken entstehen gerade in sozialen Bewegungen, entstehen in Ansätzen anderen Wirtschaftens. Das muss dann natürlich immer wieder ausstrahlen auf die gesamtgesellschaftlichen Möglichkeiten, die es gibt. Aber einfach nur zu sagen, wie du es gemacht hast, Silke, wir müssen jetzt den Wachstumsschub in Kauf nehmen, finde ich zu kurz gegriffen. Einerseits, weil es negiert, du hast benannt, es war nur möglich, immer nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir die Wohlfahrtsstaaten perfekt hingekriegt. Danach war dann immer die Nachfragesättigung da, aber eben hat es natürlich auch auf sexistischen und internationalen, rassistischen, kolonialen Verhältnissen beruht, dass es möglich war. Das heißt, wir brauchen einfach wirklich eine andere Logik, das muss sich entwickeln, das sind leider keine realpolitischen Lösungen für morgen, aber es gibt einfach auch keine realpolitischen Lösungen für morgen. Bevor ich jetzt Barbara als Letzte in dieser Runde das Wort erteile, möchte ich Sie einladen. Hier stehen zwei einladende Stühle, auf die Sie sich jetzt setzen können und unsere Podiumsteilnehmerinnen befragen können. Aber zunächst Barbara. Aber kommen Sie ruhig schon ran, während Barbara noch spricht. Ja, also unser Wohlfahrtsstaat, unsere Sozialsysteme, die sind in der Tat aufs Engste mit Wachstumsdynamik und der Notwendigkeit, Wachstum zu generieren, um auf dieser Grundlage umzuverteilen, basieren diese Sozialsysteme. Und ich finde, dass wir ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine guten Lösungen haben dafür, wie wir aus dieser Verwobenheit und aus diesem dynamischen Zusammenhang eigentlich herauskommen. Und für mich wäre es auch wirklich und ernsthaft, neben allen sozialen Experimenten und Laboren, die es gibt, ist das für mich das allerwichtigste Themen- und Forschungsfeld, um das sich Postwachstumsökonomie, wenn sie denn tatsächlich hilft,
dass wir nicht soziale Ungleichheiten verschärfen im Übergang, ne, in der Postwachstumsgesellschaft, wenn wir soziale Ungleichheit überwinden wollen, wenn wir nicht noch zu mehr durchschrumpfen, werden wir ja auch erstmal zu sozialen Verwerfungen kommen. Und wir haben keine Antworten. Wir haben aus meiner Sicht keine Antworten und überzeugende Antworten für die Mehrheiten dann der Bevölkerung, na, wie wir in einer Postwachstumswelt dann tatsächlich mit dem sozialen Thema umgehen. Und wie sieht Wohlfahrt in der Postwachstumsökonomie aus? Und ich kann mir eben ein bedingungsloses Grundeinkommen sehr wohl auch als eine Möglichkeit des Übergangs vorstellen. Und es hat ja auch was Attraktives. Es hat nämlich auch erstmal von unten, von bottom up erstmal auch ein Gleichheitsversprechen, weil erstmal von dem Zeitpunkt an alle gleich sind. Das sind alle nicht gleich begabt und das sind auch nicht alle gleich dann in der Lage, was machen Sie damit? Ja, aber ich finde es erstmal eine Überlegung wert, weiterhin über das Grundeinkommen nachzudenken, eine Debatte zu führen. Mir begegnet die Idee mehr denn je in den letzten Wochen und Monaten. Ich werde skeptisch, wenn vor allem große Konzerne wie Siemens und andere jetzt das Grundeinkommen entdecken, weil diese Konzernchefs natürlich wissen, dass sie mit der Automatisierung und Robotisierung, auf die wir ja zusteuern, also Industrie 4.0, noch mehr Menschen freisetzen werden in den Arbeitsmarkt und sich ganz offensichtlich vom Grundeinkommen sowas wie soziale Befriedung und sozialen Zusammenhalt erwarten. Ja, muss ich dann aber, wenn jetzt, also für mich, ich möchte gerne darüber diskutieren, ob alleine schon, weil jetzt Siemens diesen Vorschlag auch plötzlich unterstützt, diesen ganzen Vorschlag von einem Grundeinkommen in die Tonne zu kloppen. Ich finde, wir müssen darüber reden, was eigentlich soziale Antworten sind, dann, wenn wir in der Postwachstumsökonomie, was ich ja will, wir schrumpfen müssen. Und schrumpfen bedeutet natürlich, dass wir Leute auch verlieren oder Jobs verlieren, Menschen Jobs verlieren, die von diesem Wachstumsmodell profitieren. Und wie gesagt, mir geht es darum, noch viel, viel mehr Forschung, Praxen aller Art auszuprobieren und zu gucken, wie können die uns helfen, die soziale Frage und die ökologische Frage tatsächlich zusammenzudenken, wenn wir über Postwachstumsökonomie sprechen. Vielen Dank. Und das beantwortet auch schon zumindest zum Teil eine Frage, die hier schriftlich eingereicht worden ist. Lässt sich der soziale Frieden mit einer Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 nicht nur mit einem Grundeinkommen bewahren? Ich bekomme auch eingereicht die Erinnerung daran, ich habe vergessen, Sie zu fragen bzw. Ihnen zu sagen, es werden Filmaufnahmen gemacht. Das heißt, man kann das hier alles hinterher im Netz anschauen. Die Gefahr, dass dabei jemand von Ihnen mit aufs Bild kommt, ist gering, weil da sozusagen vielleicht nur die Köpfe hier vorne von hinten drauf sind. Allerdings machen wir auch Fotos. Lissi, hier vorne rechts von Ihnen. Wer nicht möchte, dass sie oder er fotografiert wird, bitte Lissi Bescheid geben, dann kommt niemand aufs Bild. Nachdem Präliminarien. Andreas ist der Eisbrecher mit einer ersten Frage. Nimmst du dir ein Mikro? Ja, mein Name ist Andreas Simoneit. Ich arbeite seit über 3 Jahren mit Oliver Richters in der Arbeitsgruppe Wachstumszwang der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Und ich würde gerne 2 Thesen, die hier auf dem Podium verbreitet wurden, in Frage stellen. Nämlich, das eine ist die These, dass man durch das praktisch Arbeiten gegen Geld im Wesentlichen sozusagen Anerkennung und Status bekommt. Ich würde sagen, man kriegt vor allem dadurch ein Einkommen. Und ich glaube auch, dass das bedingungslose Grundeinkommen völlig inkompatibel ist mit dem sogenannten Leistungsprinzip. Es gibt eine breite empirische Evidenz, die auch immer wieder erneuert wurde, dass das Leistungsprinzip zu den fundamentalen Gerechtigkeitsnormen,
dieser Gesellschaften gehört. Und ich wundere mich im Grunde, mit wie leichter Hand doch diese empirische Evidenz auch in dieser Grundeinkommensdebatte schlicht ignoriert wird. Also man kann da leicht ganz viele aufzählen. Einer der prominentesten, der erst vor einiger Zeit sozusagen eine Lanze für das Leistungsprinzip gebrochen hat, auch dafür sehr angegriffen wurde, aber immerhin eine interessante Debatte ausgelöst hat, ist der britische Moralphilosoph David Miller. Und es gibt also sowohl im angloamerikanischen Raum als auch im deutschen Raum gibt es also verschiedene Stränge dieser Debatte, die man, glaube ich, einfach dabei auch kennen und würdigen muss. Und das Zweite ist, was Barbara Unmüßig sagte, dass die Sozialversicherungssysteme von Wachstum abhängig seien. Das glaube ich auch nicht. Sie sind eigentlich in erster Linie von Vollbeschäftigung abhängig. Wenn man Vollbeschäftigung hat, dann hat man im Grunde diese Balance aus Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherungssysteme. Und Oliver Richters und ich, wir sind im Grunde zu einer anderen These gekommen. Die Automatisierung, die wir seit vielen Jahrzehnten erleben, ist eigentlich, folgt immer dem gleichen Muster, das Ersetzen von relativ teurer menschlicher Arbeit durch billigen Maschineneinsatz und billigen Ressourcenverbrauch. Und dieser Mechanismus untergräbt sozusagen auf subtile Weise das Leistungsprinzip, weil man im Grunde Leistungen am Markt anbieten kann, die man nicht selbst erbracht hat, nämlich die Leistung von Maschinen. Und die Frage wäre, ob nicht als Postwachstumspolitikmaßnahme eine schlichte Deckelung des Ressourcenverbrauchs eine notwendige Bedingung wäre, um tatsächlich wieder Arbeit zu dem zu machen, was sie offensichtlich nach allgemeinem Gerechtigkeitsempfinden auch spielt, nämlich praktisch Einkommen durch ehrliche Arbeit und nicht durch Ressourcenverbrauch oder Marktmacht. Okay, vielen Dank. Fühlt sich jemand auf dem Podium sofort angesprochen und möchte reagieren? Friederike Habermann. Bei Einkommen durch ehrliche Arbeit schluck ich. Ja, ich auch. Dann Barbara. Ja, ich würde gerne besser verstehen, warum Sie das Leistungsprinzip jetzt so ins Zentrum aller Ihrer Überlegungen stellen. Also ich finde dieses Leistungsprinzip so hochgradig, auch mit dem Effizienzprinzip und so weiter, hochgradig mit diesem Kapitalismus verbunden. Für mich ist Leistungsprinzip auch was stark mit Wettbewerb und so weiter verbunden ist. Vielleicht ist es eine Definitionsfrage, aber dann haben wir ja jetzt eine Chance, das zu klären. Das würde ich ungern jetzt hier auf dem Podium klären. Silke van Dijk, noch ein Wort auch dazu? Auch nur ganz kurz zu der Leistung. Ich weiß gar nicht, ob es so eng mit dem Kapitalismus verbunden ist. Es ist eher ein sehr enges Leistungsverständnis. Ne? Also Sie haben vollkommen recht, alle Studien zeigen, wenn die Leute sozusagen nach Gerechtigkeitsprinzipien voten sollen, gewinnt immer die Leistungsgerechtigkeit. Und je länger man aber mit Leuten spricht, desto mehr wird natürlich genau die Frage, was ist denn eigentlich Leistung? Und faktisch leben wir ja in einem System, wo Lohnarbeit als Leistung gewertet wird. Ne? Deswegen ist es ein extrem selektives Leistungsprinzip. Deswegen wäre ich an dem Punkt auch optimistischer, dass man das aufbrechen könnte. Eine ganz andere Frage, ich weiß nicht, ob wir das gleich noch mal Zeit zu haben zu diskutieren, ist das tatsächlich finde ich die Frage mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und würde da einfach nochmal in die Diskussion mit reingehen, wenn die Fragen gestellt werden, zu sagen, also es ist ein großes Gleichheitsversprechen oder es ist nicht die Lösung für den sozialen Frieden, dann muss man schon immer sagen, das ist extrem national gedacht. Ne? Also man muss sich immer klar machen, eine hohe Solidarität nach innen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, sagen wir jetzt mal, die in Deutschland leben, auf einer Basis von 1200 Euro, erzeugt Exklusivitäten nach außen. Wir wissen historisch, dass die Länder, die ein hohes soziales Sicherungsniveau nach innen hatten, immer die zuesten Grenzen hatten. Ich bin deswegen nicht komplett dagegen, ich bin deswegen aber sehr unschlüssig, weil es natürlich die Frage ist, was produziert man mit so einer hohen Gleichheitsversprechen nach innen und wo werden dann die Grenzen der Solidarität gezogen? Und ich glaube, das können wir nicht ausblenden aus der Debatte. Vielen Dank, Silke van Dijk. Und okay, bevor wir zu unserer nächsten Fragerin übergehen, kurze Antwort auch noch, also mehr als zwei Worte dürfen okay. Es schon sein. Okay, also vielleicht nicht so selbsterklärend. Ich fange mit dem an, warum ich das so kurz gemacht habe, warum ich schlucke. Also ich meine, wir sitzen hier, um den Zusammenhang zu rechten Ideologien aufzuzeigen und uns dagegen zu verwehren. Und ehrliche Arbeit hatte nun mal schon wirklich sehr leicht rechte Anklänge.
wenn wir uns sicherlich alle ja auch bewusst sind, dass wesentliches Moment im Antisemitismus immer war, dass Juden und Jüdinnen nicht arbeiten würden. Also deshalb jetzt erstmal mein Schlucken. Natürlich alles, was da dran hängt, also Menschen mit Behinderungen etc., die dem Leistungsprinzip erstmal nicht so entsprechen können und damit natürlich dann in so einer auf leistungszentrierten Gesellschaft tendenziell nicht so viel wert sind. Dann das feministische Verständnis davon, dass wir immer voneinander abhängig sind, dass Freiheit immer nur möglich ist im Miteinander durch die anderen, weil wir nämlich allein überhaupt nichts können und gar nichts lernen und noch nicht mal mehr aufrecht gehen können und nicht sprechen können, sondern wir uns immer nur im Miteinander verwirklichen können in unserer Freiheit. Das ist, glaube ich, ja, es ist ein wesentliches Moment in den jetzigen feministischen Diskussionen auch. Und wenn ich vorhin benannt hatte, dass Queerness eben auch bedeutet, dass wir uns von unseren Identitätsvorgaben frei machen können müssen, dann heißt das natürlich ganz wesentlich weg vom Homo economicus, immer leistungsorientiert zu sein, immer flexibel zu sein, immer jung, dynamisch, hübsch, sportlich etc. zu sein, um verwertbar zu sein. Und dass Anerkennung und dass es eben bei Lohnarbeit ganz wesentlich um Anerkennung und nicht nur um Einkommen geht, sieht man tatsächlich auch bei den Reichen, die nach allem, was man nach Forschung darüber weiß, eben nicht besonders glücklich sind, weil sie immer wieder das neueste Statussymbol brauchen, um dadurch die Anerkennung zu haben. Das hat, glaube ich, mit dem Einkommen dann gar nicht mehr so viel zu tun. Vielen Dank. Also das war eine kulturelle Postwachstumsagenda hier. Vielen Dank. Sie sehen, der Stuhl ist wieder frei. Andreas hat vorbildlich wieder frei gemacht und kann besetzt werden, aber ich übergebe. Sagen Sie kurz Ihren Namen und... Ich bin Ruth Baker und es ist hier wirklich, es werden sehr viele Themen aufgemacht und ich wollte nur zu zwei was sagen. Das eine ist, und da werde ich wahrscheinlich nicht sehr gut ankommen, dass ich mich immer auch frage, warum dieser Begriff des Postwachstums verwendet wird und dann immer nur über die Industrie gesprochen wird. Ich meine, die Frage ist doch, wie definiere ich das Wachstum? Und ich sehe sehr viele Bereiche, in denen durchaus ein Wachstum sinnvoll wäre. Das ist alle Bereiche, die jetzt bei uns zu schlecht, auch zu schlecht bezahlt werden. Ich bin von der Pflege, ich teile nicht die Auffassung, dass die Pflege so heilig ist und so nur mit Liebe gemacht werden kann und dass alle institutionellen Formen der Unterstützung eigentlich nur eine Übergangsgeschichte, wie ich es heute auch in der Diskussion gehört habe, sind. Und wir haben die Frage der Bildung und so weiter. Und das ist die eine Frage. Also heißt es, muss man wirklich sagen, Postwachstum und dann immer nur auf die Industrie Punkt 4 gucken, wo wir doch sowieso überwiegend Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich haben. Die Industrie ist doch sowieso schon relativ gering. Also das heißt, diese Verteufelung, wie Sie sagen zum Beispiel, wir müssen schrumpfen. Ja, wo müssen wir schrumpfen? Wir müssen schrumpfen in der Verwendung von Ressourcen, das ist klar. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es nicht zum Beispiel auch mehr Arbeitsplätze geben kann. Das bestimmt, ja, was heißt natürlich, aber das ist in dem Begriff Postwachstum nicht drin. Und das andere, aber das, na gut, das andere ist also, was ich, gut, okay, also wenn man Postwachstum auch darin bestehen kann, dass alles wächst, nur aber Postwachstum genannt wird, dann nehme ich meine Kritik zurück. Okay, das ist die eine Seite. Aber ich meine, es ist einfach so, bestimmte Begriffe lösen bestimmte Reaktionen in meinem Hirn aus und vielleicht in Ihrem auch. Und wenn wir Begriffe nicht mehr irgendwie halbwegs verständlich definieren, sondern beliebig, je nachdem, wer nun was sagt, dann können wir uns angenehm unterhalten. Aber das ist ein anderes Thema. Also Sprache ist auch relativ wichtig. Vielen Dank. Nein, das Zweite, ich möchte, also der Vorredner hat ein ganzes Referat gehalten. Da werden Sie mir zugestehen, dass ich meine zweite Frage stelle. Und das ist mein Lieblingsthema.
ich halte kein Referat. Bedingungsloses Grundeinkommen. Sie haben gesagt, das stellt Gleichheit her. Das ist die abenteuerlichste Definition oder Interpretation dieser Idee. Silke van Dijk hat den einen Aspekt schon genannt, nämlich die Frage, dass es immer nur für einen Teil herstellt. Und das Zweite ist, wenn alle von uns und alle, die da draußen leben, alle, die heute hier leben, 1.000 Euro bekommen, muss man erstens fragen, woher kommt's? Und das Zweite stellt es natürlich überhaupt keine Gleichheit her. Die einen haben ein Riesenvermögen, die anderen haben nichts. Die einen haben eine Ausbildung, haben einen qualifizierten Job, die anderen haben es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die einen sind leistungsfähiger, weil sie, was weiß ich, andere Gene haben oder besser erzogen wurden oder in einer reichen Familie aufgewachsen sind und die anderen haben das nicht. Also das heißt, das Grundeinkommen stellt mit keiner Weise, das stabilisiert die Unterschiede. Vielen Dank, vielen Dank. Ich glaube, das war zwei gute Fragen eigentlich. Jetzt, ich habe den Eindruck, alle hier wollen zu beiden Fragen etwas sagen. Welche Reihenfolge ist mir egal? Wer will den Anfang machen? Ja, vielleicht fange ich mal an, weil ich ja auch jetzt so angekoffert worden bin da zum Schluss. Also ich glaube, meine Hauptaussage war, wir müssen über Möglichkeiten nachdenken, wie ich finde, wenn wir über eine andere wachstumsbefriedete Welt reden oder wie auch immer man das nennt, dass wir definitiv doch darüber reden müssen, wie unsere sozialen Systeme dann aussehen und natürlich genau den Fragen nachgehen, wer finanziert sie, wo kommt das Geld her, was löst es für Wirkungen aus. Und das ist eigentlich mein Hauptwunsch, diese Diskussion wieder zu führen und zwar mit all diesen Fragestellungen, die Sie hier auch eingebracht haben. Ich überlege mir gerade, wir haben ja auch ein Heft, das heißt Böll-Thema, überlege mir unter anderem mit so einem Heft zum Beispiel mal die Kontroverse ums Grundeinkommen. Es gibt ja auch die übers Bedingungslose oder Nicht-Bedingungslose und so weiter. Dann halt wirklich auch mal eine Diskussion zu führen. Das halte ich wirklich für lohnenswert. Und das Zweite, wir in der Heinrich-Böll-Stiftung, dafür spreche ich jetzt, machen uns den Postwachstumsbegriff gar nicht so sehr zu eigen, ja, wie das andere machen, weil wir zum Beispiel sagen, vielleicht müssten wir, wie das die Österreicher tun, mit denen wir viel kooperieren, das Ganze gutes Leben nennen. Wie sieht eigentlich ein gutes Leben der Zukunft aus, um über diese Fragestellung dann darüber zu reden, wie sieht dann Sozialstaat aus, wie sieht Care-Arbeit aus in der Zukunft und so weiter. Das andere ist, also ich glaube, das kann keine Missverständnisse dazu geben, dass ich eher eine bin, die fragt, so was darf und muss wachsen. Ich sage, es muss wachsen. Bildung, es muss wachsen, eine ganz, ganz andere Pflege, es muss wachsen, eine ganz andere soziale und auch monetäre Bewertung dessen, wie wir mit Pflege umgehen. Das sind Bereiche, die wachsen müssen und dann gibt es aber andere Hardcore im Ressourcenbereich, die schrumpfen müssen. Und da finde ich auch die Vorschläge von euch sehr gut nochmal. Das verpönte Wort der Grenzen setzen, ne, im Ressourcenverbrauch dann auch wirklich zu diskutieren. Das kommt ja ein bisschen zu kurz jetzt hier in der Debatte, weil wir halt voll Vielen Dank. Ja. Und wir sollten vor allen Dingen nicht nur über das Grundeinkommen diskutieren, obwohl ich es auch total spannend finde. Aber kurze Anmerkungen sollen doch erlaubt sein. Bitteschön. Es geht um das gute Leben für alle. Um was sonst? Das war auch ein Plakat bei den G20-Protesten, das mir gut gefallen hat. Zur Frage nach dem Wirtschaftswachstum, welche Bereiche wachsen sollen und welche nicht. Also das ist ja ganz banal ökonomisch definiert. Und da geht es um das Wachstum des Bruttosozialprodukts. Und wenn man Geld umleitet von produktiven Tätigkeiten in Care-Bereiche, dann wächst das Wachstum eben nicht, sondern also weniger jedenfalls. Das heißt, als Bruttosozialprodukt ist das Wachstum gedämpft, wenn man es in die Bereiche der Pflege zum Beispiel umleitet. Das ist ja doch
Solange es wächst, ja, es wächst, aber natürlich wächst es, wenn man es in die reproduktiven Bereiche steckt, statt in die produktiven, wächst es weniger. Das ist ja genau der Grund, weshalb diese Bereiche immer unterfinanziert sind. Und deshalb muss ich mich aber jetzt nicht gegen den Begriff Postwachstum wenden, wenn ich deutlich machen will, dass in diesen Bereichen investiert werden muss. Im Netzwerk Care Revolution gibt es dazu auch eine starke Diskussion, die eben einerseits genau das sagt, also dem Staat in die Verantwortung nimmt und gleichzeitig und eben sagt, diese Bereiche müssen gut gefüllt sein und gleichzeitig auch sagt, es ist nicht innerhalb dieser Logik zu lösen, genau aus diesem Wachstumsproblem, das ich auch gerade wieder aufgezeigt habe. Aus der im Care Revolution Netzwerk verorteten Denkwerkstatt ist jetzt ein Papier entstanden, was genau gleichzeitig sagt, weder im Neoliberalismus noch im Kapitalismus noch in einer auf Tauschlogik basierenden Gesellschaft ist es möglich, das Care-Problem zu lösen, weil es dann nämlich immer dazu führt, dass es die produktiven Bereiche gibt, wo Leistung scheinbar mehr bringt als in den reproduktiven Bereichen. Und ganz kurz, auch nochmal auf das, was Ruth Becker angesprochen hat. Ich finde, Begriffspolitik ist was total Zentrales, vor allem wenn es darum geht, sich jetzt irgendwie aus einer kleinen Nische in eine gesellschaftliche Debatte einzubringen. Und zwar ist es ja eigentlich in der Diskussion so, und das finde ich eigentlich die Stärke am Postwachstumsbegriff im Verglichen mit Degrowth oder Schrumpfung oder Décroissance, das ist ja eigentlich genau die Idee eher sozusagen eben Postwachstum und nicht das Gegenteil von Wachstum. Das Problem ist, und da würde ich Ihnen, und genau die Ideen da drin, die meine Vorrednerinnen gesagt haben, es geht gar nicht darum, dass alles schrumpft, sondern wir brauchen eine sehr, sehr differenzierte Diskussion, wobei ich sagen würde, soziale Dienstleistungen im bezahlten Bereich finden sich natürlich schon im BIP wieder. Jetzt kann man darüber diskutieren. Was denn? Ich habe nie was anderes behauptet. Okay. Die Umlenkung in die reproduktiven Bereiche, ich meine ja nur, solange sie bezahlt sind. Ja, natürlich. Sind, ne? Langsamer ja, genau. Okay. Nee, dann das sind ist der fein. Grund, weshalb es nicht passiert. Okay, aber was ich nochmal sagen wollte, ich finde, es nutzt nicht viel, wenn wir das in unseren internen Debatten immer differenzieren können, dass Postwachstum eben etwas anderes als Degrowth meint und auch genau dieses differenzierte Verständnis, wenn sich das offenkundig nicht vermittelt. Und deswegen finde ich die von euch ja auch schon aufgeworfene Frage, was wäre ein anschlussfähiger Begriff, mit dem man diese Debatte oder diese Perspektive führt? Da wäre ich wahrscheinlich anders als du. Mir ist das gute Leben oft zu unmaterialistisch. Und das ist definitiv auch wahrscheinlich ein Dissens, den wir haben, dass ich sagen würde, so ganz entkoppelt sind Auskommen und Lebenszufriedenheit eben nicht. Und ich finde, man könnte das gute Leben auch in dem Sinne fundieren. Ich finde, in der Debatte kriegt es oft so einen leicht esoterischen Touch, meine ich mal. Und geht so ein bisschen auch in die Richtung, dass man eben materielle Ressourcen auch nicht so wichtig sind, weil die Leute auch mit weniger zufrieden sein können. Dann, finde ich, kommen wir in einer sehr ungleichen Gesellschaft in eine schwierige Debatte. Aber ich habe selber auch gar keine bessere Idee. Mir leuchtet nur immer mehr ein, dass Postwachstum nicht der catchy Riesenbewegungsbegriff werden wird, den man immer mit 15 Fußnoten erklären muss. Ich glaube, ne? Da sind wir uns einig, ja. Aber die Kommunikation der Wachstumswende ist ja eins der wesentlichen Themen. Bevor wir unsere neuen Podiumsgäste hier zu Wort kommen lassen, würde ich schnell noch zwei, drei Fragen einwerfen, die hier aus dem Publikum kommen. Eine Frage, kann eine Postwachstumsgesellschaft eher oder die Transformation eher durch einen institutionellen Weg oder durch den Wandel der eigenen Lebenspraxis erreicht werden? Also ganz konkret, sich selber ändern erst und dann die Welt oder eben umgekehrt. Eine Frage betrifft die Nord-Süd-Dimension, die bisher noch gar nicht Thema hier oben war. Wie kann verhindert werden, dass die Wachstumswende im gesättigten globalen Norden negative Auswirkungen auf den globalen Süden hat? Und kann das in die Zeiten von Rechtspopulismus angemessen einbezogen werden? Und dann habe ich noch eine Frage, die eher am Rande unser Thema berührt, aber vielleicht doch in einem Satz auch mit beantwortet werden kann. Nämlich die Frage nach den Arbeitsplätzen. Schrumpft in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung die Zahl der Arbeitsplätze oder nicht? Ich würde diese
drei Fragen so jetzt mal in die Runde geben, ja, bevor ich euch beiden das Wort gebe. Vielleicht Silke van Dijk? Ganz kurz zu der Zahl der Arbeitsplätze, das hängt von der Definition von Arbeit ab, ne? Also das ist natürlich, wenn wir sagen, dass Tätigkeiten, die heute unbezahlt erledigt werden, in Lohnarbeit umgewandelt werden im Bereich der sozialen Dienstleistungen. Also das heißt, das ist eine ganz grundlegende Debatte, wie Tätigkeiten organisiert sein sollen und so weiter. Mir ist aber ich möchte ganz kurz was zu einem anderen Punkt sagen. Geht es darum, sozusagen bei den Individuen und den Alltagspraktiken der Einzelnen oder an den Institutionen oder an den Strukturen anzusetzen? Und ich würde sagen, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, es geht immer um beides. Und ich glaube, der zentrale Punkt ist auch immer zu sehen, dass eben die strukturellen Wachstumszwänge und Steigerungslogiken, dass die korrespondieren, die gehen durch die Subjekte durch. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Idee, wenn man jetzt ökonomische Wachstumszwänge mildert, dass man sofort die passenden Subjekte dazu hat, die in einer entfremdeten Gesellschaft, was Friederike ja auch schon angesprochen hat, auf mehr und Steigerung sozusagen sozialisiert sind. Und in einer ungleichen Gesellschaft wird es ja auch von beiden Seiten befeuert, ne? Also die Leute, die noch nicht abgestiegen sind, wollen mehr, um sich sozusagen gegen die soziale Entsicherung zu verteidigen. Die Leute, die wenig haben wollen, logischerweise auch mehr, ne? Also ich glaube, diese Verknüpfung, die müssen wir ganz zentral sehen. Ich sehe aber, und da haben wir vielleicht auch hier auf dem Podium eher einen Dissens, ich sehe im Moment aber schon das Problem, dass es häufig die Idee, also ich finde alternative Projekte und Repair-Cafés und was weiß ich, was alles, total gute Orte, um alternative Formen des Wirtschaftens zu erproben, bekomme aber dann ein Problem damit, wenn diese verschiedenen Mikroprojekte so aufaddiert werden zu einer Makroökonomie des Postwachstums, weil ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Sache, nur weil wir mehr reparieren und tauschen, lösen wir eben das Problem der strukturellen Wachstumszwänge nicht. Nichtsdestotrotz sind das super wichtige Ansätze, die Frage ist nur, worauf sie eine Antwort sind. Okay, darf ich gemeinerweise die Frage der Nord-Süd-Dimension an dich weitergeben? Achso. Ich würde auch was zu sagen. Ja. Der Ausdruck der ÖsterreicherInnen ist das gute Leben für alle. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der, glaube ich, genau deshalb auch gemacht wird, um nicht immer wieder materielle Verhältnisse im globalen Norden auf Kosten des globalen Südens zu denken. Und das ist natürlich eben auch das Problem, was auch schon angedeutet wurde beim bedingungslosen Grundeinkommen oder eben bei schlicht und einfach in dieser Logik bleiben. Wenn alles über Geldströme weiterhin läuft, dann ist es so, dass eben auch die Wirtschaft das erwirtschaften muss, die nur über Geldströme läuft. Und innerhalb der grünen Ökonomie, aber natürlich auch bei ganz ungrüner Ökonomie wie Kohlekraftwerken, kommt es im Augenblick zu einer massiven Vertreibung von Menschen, von ihren Almenten, von ihren Commons, von Möglichkeiten, relativ gut, weitgehend ohne Geld zu leben. Sehr eindrücklich, also ich bin im Kontakt, weil ich in der Globalisierungsbewegung weil ich die aufgebaut habe seit Mitte der 90er Jahre, bin ich im Kontakt mit Bewegungen wie zum Beispiel in Oaxaca in Mexiko, wo die Menschen sich im Kampf gegen Windräder, die auf ihre Ländereien gestellt werden, die für ihre Küsten gestellt werden, für die ihre Wälder abgeholzt werden, die sich im Zweifel auch dafür erschießen lassen. Also das sind wirklich sehr materielle Kämpfe. Und sehr eindrücklich finde ich auch eine Stelle bei Arundhati Roy, wo sie mit einem Vater spricht, der sein krankes Baby auf dem Arm hat und der sagt, ich hatte früher da, wo ich gelebt habe, bevor er nämlich davon vertrieben worden ist, 46 Früchte zur Verfügung, die werden meine Kinder nie kennenlernen. Das heißt, früher hat er in einer Situation ganz gut gelebt, wo er praktisch kein Geld brauchte und jetzt im Slum braucht er natürlich Geld. Und das, was uns das Wirtschaftswachstum vermeldet und was uns die Hungerstatistiken vermelden, ist, diesen Menschen geht es ja besser, als früher hatte er kein Geld gehabt und jetzt hat er 1,25 Dollar am Tag oder so. Und genau diese Logik fördern wir, wenn wir nur auf das Lohnarbeit gucken, wenn wir nur auf das Wachstum gucken, aber eben auch, wenn wir glauben, es reicht nur auf das bedingungslose Grundeinkommen zu gucken, sondern es muss dann eben und wieder hingehen, wie könnte ein Grundauskommen, eine materielle Grundgeborgenheit, wie es in den 70er Jahren mal jemand genannt hat, wirklich aussehen und welche anderen alternativen Möglichkeiten haben wir uns das gegenseitig zu gewährleisten. Basilke, ich sehe auch bei deinem Ansatz keine Antwort. Wir haben keine Antwort. Wir müssen die Antwort erschaffen. Dankeschön. Steffen.
Ja, mein Name ist Steffen Lange, ich arbeite beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und ich ruder jetzt in der Diskussion so ein bisschen zurück, und zwar zu der Frage, ob denn Umverteilung, was ja, so wie ich die Anfangsdiskussion mitbekommen habe, sozusagen ein zentrales Moment gegen rechtspopulistische Strömungen wäre, ob Umverteilung jetzt zu Wachstum führt, geht so vor allen Dingen auf Ihr Argument ein, glaube ich. Und das Argument fuchst mich seit langem. Ich beschäftige mich mit Postwachstum seit vielen Jahren und bin für Umverteilung und denke immer so, Mist, also wenn das jetzt zu Wachstum führt, aus einer keynesianischen Sicht, das ist ja höchst problematisch. Und glaube, ich habe jetzt ich habe eine Idee, was die Lösung sein könnte. Probier die jetzt mal an euch und Ihnen aus. Und zwar ist ja eine Voraussetzung für Wachstum ist nicht nur, dass genug Nachfrage besteht, sondern eben auch, dass die Arbeitsproduktivität zunimmt. Ansonsten gäbe es kein Wachstum, zumindest nicht, wenn wir eine ungefähr stagnierende Bevölkerung haben oder wenn die Leute immer mehr arbeiten. So. Es braucht irgendwie eine steigende Arbeitsproduktivität, was viel mit Technologie zu tun hat. Und wenn wir jetzt wenn man jetzt den ökologischen ÖkonomInnen glaubt, dann funktioniert das nur, wenn wir immer mehr Ressourcen in den Produktionsprozess reinstopfen. Also in der Vergangenheit war das irgendwie Öl und Kohle. Auch in Zukunft, wenn man sich jetzt Digitalisierung anguckt, Digitalisierung ist nicht stofflos. Das hängt irgendwie an seltenen Erden, an großen Serverparks, an Infrastrukturen dran. Das ist alles nicht materiallos. Wenn wir jetzt den Verbrauch von natürlichen Ressourcen wirklich radikal begrenzen, reduzieren würden, glaube ich nicht, dass eine Arbeitsproduktivitätssteigerung überhaupt noch möglich wäre. Das kommt auch so aus der Digo-Szene. Da wird argumentiert, wenn wir das wirklich in dem radikalen Maße, wie wir es brauchen würden, für zum Beispiel 1,5 Grad Obergrenze etc., machen würden, dann würde die Arbeitsproduktivität wahrscheinlich radikal abnehmen. Das heißt, wir hätten eine Schrumpfung, obwohl die Leute sehr viel arbeiten müssten. Selbst wenn wir jetzt eine relativ hohe Nachfrage haben, würde das aus meiner Sicht nicht zu Wachstum führen. Wie kann man sich das jetzt verbildlichen? Aus meiner Sicht dadurch, dass andere Produkte konsumiert werden. Also erstmal sozusagen, es wird dann mehr repariert, was auch BIP wäre. Ja. Aber da gibt es dann trotzdem kein Wachstum, weil es nicht so Produktivität sich da nicht steigern kann. Es würden mehr soziale Dienstleistungen konsumiert werden, wo auch die Produktivitätssteigerung begrenzt ist, weil das so eine menschliche, soziale Geschichte ist. Und es würden, ich sage jetzt mal, Ökoprodukte statt andere landwirtschaftliche Produkte konsumiert werden, die eine höhere Arbeitsintensität haben. Also ich glaube, wenn man das zusammendenkt, kommt man vielleicht zu einer Lösung. Vielen Dank. Ich würde allerdings Theresa auch noch dran nehmen, damit wir hier so ein bisschen sammeln und nicht alle hier auf dem Podium nur sprechen. Hey, also ich bin auch sehr gespannt auf eure Antworten und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich es komplett verstanden habe, aber es klingt auf jeden Fall vielversprechend. Aber es ist vielleicht sogar auch ganz witzig, dass du noch sitzen bleibst, weil was ich fragen will, da weiß ich, dass du schon mal einen Text geschrieben hast, wo ich auch schon mal so die eine oder andere Antwort drin entdeckt habe oder irgendwie weiß, dass du dir auch Gedanken darüber gemacht hast. Und zwar genau dieses Paradoxon rund um diesen Produktivitätsfortschritt oder rund um Produktivität, also dass unsere Wirtschaft im Grunde darauf angelegt ist, Arbeit frei zu machen, wenn überhaupt dann noch prekäre Arbeit zu schaffen, so ungefähr. Und eigentlich ja selber die Arbeitsplätze zerstört. Und dass da ja, also klar, jetzt im Rahmen von der Digitalisierung und Industrie 4.0 auch drüber gesprochen wird, aber trotzdem ist es irgendwie so eine paradoxe Idee unseres Systems und irgendwie zweifelt die aber ja keiner so richtig an. Und ich habe immer den Eindruck, eigentlich ist das Argument der internationale Wettbewerb oder die Wettbewerbsfähigkeit, also dass selbst Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen Arbeitszeitverkürzungen nicht gut finden oder sich dafür irgendwie nicht erwärmen können. Und also das letztlich das Argument, was da dann ganz zum Schluss quasi sticht, ja, wenn wir das alles machen, ist ja alles schön und gut und die Arbeit verteilen und so weiter, aber dann haben wir, also dann verlieren wir im internationalen Wettbewerb. Und da frage ich mich, ja, wieso wird da so wenig drüber gesprochen? Was gibt es für Argumente in dem Feld? Und wäre es nicht sinnvoll, das irgendwie auch mal in einer breiten Diskussion anzugehen? Okay, ich glaube, hauptsächlich richtet sich das an euch beiden. Ja, wäre eine Option.
Mit Mikro, bitte. Ja, es wäre eine Option, die aber ja die meisten nicht wollen, weil sie dann eben sagen, ja, aber dann verlieren wir im internationalen Standortwettbewerb und dann hat unsere Wirtschaft ja noch viel größere Probleme. Also es okay, Silke van Dijk. Okay, ich mache mal so einen ersten Versuch, aber ich glaube, ich muss da auch erst noch mal länger drüber nachdenken. Aber wir haben natürlich zwei spannende Punkte jetzt in der Diskussion, nämlich einmal eine mögliche Lösung, die auf Niedrigproduktivität setzt, ne? Oder quasi zurückschrauben sozusagen von Produktivitätswachstum. Und andererseits in der Diskussion die natürlich immer wieder zentrale Frage von Arbeitszeitverkürzung. Und jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wie geht das jetzt eigentlich zusammen, unter welchen Bedingungen? Da spielt dann die technologische Entwicklung eine große Rolle. Ich frage mich nur, das wäre aber einfach nur eine Rückfrage, weil ich glaube, ich muss mir das einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil eine niedrigproduktive Ökonomie ist ja nicht notwendigerweise eine, die nicht mehr wächst, denn der Output hängt ja davon ab, wie viel gearbeitet wird. Also niedrige Produktivität kann ich durch den Einsatz von Arbeitskraft kompensieren. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine niedrig produktive Ökonomie, nicht nur mit einer Ressourcenverbrauchsbegrenzung, sondern auch mit einer Arbeitszeitvorgabe. Und dann ist wiederum die Frage, was macht man dann mit der Nachfrage derjenigen, die mehr bekommen, dadurch, dass es eine gesellschaftliche Umverteilung gibt. Aber wie gesagt, ich habe da gar keine Antwort drauf, nur ich glaube, dass, also wenn viel gearbeitet wird in einer niedrigproduktiven Ökonomie, ist es nicht notwendigerweise gesagt, dass es nicht wächst. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine längere Debatte. Ne? Weil ich finde, das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, was man in der ganzen Diskussion hat. Ne? Das Thema Arbeitszeitverkürzung und, das wäre ja so ein bisschen auch die Perspektive von jemandem wie Nico Pelch halt, ne? Eher sozusagen in eine niedrige Produktivität. Und dann hat man natürlich wieder die ganze Debatte mit, wollte man nicht eigentlich mal Befreiung von der Arbeit, ne? Und ist sozusagen Senkung Produktivität nicht eine Einladung ins Gegenteil oder so. Ne? Aber das wäre jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. Kurze Nachfrage oder Klärung. Kurzer Versuch, eine Antwort, dann gehe ich auch wieder. Aus meiner Sicht, also wenn die Arbeitsproduktivität nicht steigt, dann ist jetzt die Frage, wie viel arbeiten wir, nur ein einmaliger Effekt. Also weil halt der Tag nur 24 Stunden hat. Also dann ist die Frage, arbeiten die Leute 5 Stunden am Tag oder 8 oder 12 und arbeiten sozusagen alle Leute zwischen 20 und 65 oder wer auch immer, oder nur ein Teil. Aber das kann sozusagen nicht ins Unendliche wachsen. Gut, in uns Endliche kann vielleicht nichts wachsen, aber es ist anders als die Arbeitsproduktivität, die seit 250 Jahren stark gestiegen ist und wo ja sozusagen zumindest die Hoffnung von Mainstream Menschen wäre, dass sie weiter steigt. Abschließend geklärt. Okay. Wir haben zwei neue Gäste hier auf dem Podium. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Werner Wiemann ist mein Name. Und ich wollte ansprechen, was meine Nachbarin gesagt hat, dass die soziale Frage und die Klassenfrage vergessen wurde. Es wurde, denke ich, überhaupt die Realitätsanbindung etwas sehr gemindert. Zum Beispiel bei der Euro-Einführung, da habe ich nur glückliche Augen bei den Grünen gesehen. Die realen Folgen, die absehbar realen Folgen, was das für Auswirkungen auf Länder mit niedriger Arbeitsproduktivität hat, wurden einfach vernachlässigt. Da wurde nur gesagt, ist doch schön, wenn es größere Gemeinschaft wird. Und das hat eben auch immer Folgen, wenn man die Realitätsanbindung vernachlässigt. Ein anderes Beispiel. Alle machen glückliche Augen bei der Steigerung der Elektromotorisierung von Autos. Die kürzliche Meldung war, eine Tesla-Batterie erzeugt bei der Herstellung so viel CO2 wie ein modernes Dieselauto auf 250.000 Kilometern. Das muss man sich dann auch mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Realitätsanbindung, die hat, denke ich, auch zu einem gewissen Minuswachstum bei den Stimmen für Linke und Grüne geführt. Okay, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen und ich gebe weiter an Nina.
Ja, guten Abend, Nina Treu, Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich fand die Debatte gerade schon sehr spannend, aber auch sehr fachlich. Ich wollte noch so ein bisschen einfacher nochmal machen, weil ich nicht wusste, ob jeder mitkommt bei diesen VWL-lastigen Argumenten. Also eine Frage, die mich beschäftigt, und ich fand, die kam heute nochmal sehr gut raus, ist so, wir reden über Postwachstum und wir denken, also es geht ganz schnell die Debatte auf, aber ökologischer Lebensstil ist doch eigentlich ewig klassistisch, ökologischer Lebensstil ist irgendwie klassistisch, also können sich nur reiche Leute leisten sozusagen. Also einmal die Frage, hat Postwachstum nicht da was geleistet, dass darüber nachgedacht wird, wie kann ökologischer Lebensstil auch tatsächlich sozusagen nicht nur sagen, also auch in der Menge ökologisch sein vielleicht, also es nicht nur darum geht, dass man es irgendwie öko macht, sondern es um den gesamten Verbrauch geht und eben die sozialen Aspekte mitdenkt und auch wirklich mit weniger Geld auskommt. Also ich würde da gerne euren Eindruck haben, was ihr dazu denkt. Und das andere ist, es geht immer ganz schnell um Sozialsysteme. Und die Sozialsysteme, wie sie in Deutschland oder Europa jetzt existieren, hängen ja am Industriestaat. Ne? Die gibt es auch erst so lange wie der Industriestaat. Und wir machen immer daran fest, dass wir unsere Gesellschaft nicht anders organisieren können, weil sonst brechen die Sozialsysteme da vorbei zusammen. Und das ist ja sozusagen die größte Errungenschaft, die wir jemals hatten. Und ich glaube, dass wir uns dadurch sehr stark blockieren, daran zu denken, wie wir unsere Gesellschaften anders sozial gestalten können, wenn wir immer Angst haben, dass die Sozialsysteme zusammenbrechen. Danke. Genau, und ich glaube, das fände ich nochmal spannend von euch zu hören. Also Friederike hat es jetzt ein paar Mal versucht, stark zu machen. Wir müssen da viel offener nochmal denken, als nur sagen, das System so ein bisschen zu reformieren und an dem festzuhalten, wo wir waren. Okay, wer fühlt sich, Barbara? Also ich glaube, dass hier niemand, auch nicht auf dem Podium und ich glaube auch letztlich nicht im Saal, auch nur darüber nachdenkt, dass wir aus diesen multiplen Krisen mit ein bisschen Reform rauskommen. Das denke ich überhaupt nicht. Wir brauchen so radikale Antworten und Veränderungen, aber es tut mir leid. Ich kann nicht erkennen, dass wir sie schon alle hätten. Ich sehe massenhaft Suchprozesse, was super ist und gut. Ich sehe Labore, Experimente, erste theoretische Ansätze, aber ich sehe vor allem Elemente und Bausteine und auch ganz viel Vielfalt, was wir hoffentlich wirklich auch haben werden in Zukunft, mehr als diese einseitige Antwort, die uns der Kapitalismus seit 150 Jahren bietet. Aber warum es doch so schwer ist, darüber zu reden, ist, dass wir es mit hochkomplizierten Fragen zu tun haben, wo wir nicht wissen, wie es das Soziale, das Ökonomische, das Demokratische, auch was macht es mit unseren politischen Systemen, ja noch gar nicht aus meiner Sicht begriffen und erfasst haben im Einzelnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich diese Suchprozesse organisieren, von Forschung bis, und ich bin auch wirklich eine, die sagt, dass es wichtig ist, also nicht nur wichtig ist, dass wir bottom-up Veränderungen produzieren, sondern dass wir das tatsächlich auch zum Teil institutionalisiert brauchen. Wir kriegen nur über eine Forschungswende und andere Fragen auch von oben vielleicht mal ein paar Antworten. Also ich bin da für eine Konvergenz von Experimenten, Versuchen, aber auch natürlich von Umgestaltung von oben, zum Beispiel bei der Forschungspolitik. Es wird eben kein Geld in Postwachstumsdebatten oder in gutes Leben für alle investiert. Weil ich finde aber, wir brauchen diese Investitionen in dieses Nachdenken, weil wir es eben mit so einer komplizierten Aufgabe zu tun haben. Ja, ich bekomme gerade die Meldung, die Diskussion sei sehr wirtschaftskennzahlenlastig. Trotzdem, gewisse Fragen sollen beantwortet werden. Silke van Dijk. Okay, trotzdem. Nein, ganz kurz auf die beiden Fragen. Das erste ist, ich finde, das ist halt das Komplizierte, dieser Zusammenhang von ökologischer Frage und Klasse, nämlich dahingehend, dass das, was häufig als ökologischer Lebensstil angesehen wird, gar nicht, und den sich eben tatsächlich auch nur manche leisten können, ne? Urlaub im Ökoresort und was weiß ich was, aber natürlich eigentlich gar nicht der ökologisch verträgliche Lebensstil ist. Ne? Also ich finde, das ist das Komplexe an der Debatte. Und der zweite Punkt mit den Sozialsystemen. Ich verstehe den Punkt total und es ist jetzt auch nicht so, dass ich in meiner Freizeit von der Sozialversicherung
Richtung Träume, überhaupt nicht. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, worüber wir sprechen. Also was ist die Utopie, was ist die Gesellschaft, die ich mir vorstelle und wie kommen wir dahin und wie kriegen wir es hin, dahin zu kommen, ohne dass es ein Projekt von privilegierten, akademisch gebildeten Städterinnen ist. Und das hat schon dann viel mit Sozialsystemen zu tun. Das ist für mich nicht die Utopie der Zukunft. Und ich finde, es ist gar keine Frage, dass der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, ein hochgradig exklusiver, disziplinierender Sozialstaat ist. Ich finde, wir sind aber nicht an einem Punkt, wo wir Solidarität allein kleinen gemeinschaftsförmigen Einheiten überlassen können, wenn wir wollen, dass es ein egalitäres Projekt wird. Ein Projekt, was eben auch Leute mitnimmt, die über bestimmte ökonomische Ressourcen, aber auch über bestimmte Bildungsressourcen nicht verfügen. Und so gesehen muss man dann doch ein bisschen manchmal von Sozialsystemen oder von anderen Sozialsystemen träumen, um einen Transformationsprozess hinzukriegen, der eben kein esoterisch abgeschottetes, privilegiertes Projekt ist. Und ich glaube, und das heißt aber trotzdem in diesem Prozess, und da würde ich mit Friederike mitgehen, diese Systeme umzuwälzen, also zu fragen, warum sind denn diese Sozialversicherungen so exklusiv? Wie würde denn eine genossenschaftlich organisierte, kollektive soziale Versicherung aussehen und so weiter? Ne? Also da muss man natürlich dran rumspinnen. Aber ich glaube, das brauchen wir, wenn der Prozess nicht total sozial exklusiv sein soll. Ja, ich glaube, deine, wo immer du jetzt bist, hallo, deine Fragen sind ja eigentlich eine, also nach Sozialsystem und Klassismus, weil und ich sehe da die gleiche Doppelstrategie, wie ich sie in der Pflege oder in der Care Revolution beschrieben habe. Einerseits zu sagen, der Staat wird in die Pflicht genommen im jetzigen System und unter gegebenen Bedingungen sind wir für das bedingungslose Grundeinkommen und gleichzeitig eben eigene Praxen auszubilden, die uns andere Möglichkeiten aufzeigen, die ansteckend sind und natürlich die einbeziehend sind, in dem Sinne, dass sie nicht zur Klassendistinktion beitragen. Ich meine, das ist ja eine Kritik, die innerhalb der Bewegung seit über 10 Jahren da ist und ja auch einfach dazu geführt hat, dass es eben Formen gibt, die eben diese nicht nur tauschlogikfreie und nicht leistungszentrierte, sondern eben auch offenen Bewegungsräume gebildet hat, wo man eben nicht irgendwo in irgendwelchen Einheiten sitzt oder abgeschlossenen Räumen sitzt, sondern wo eben wirklich alle an den Ressourcen teilhaben können. Und ich denke, das ist der Weg, der im Augenblick gegangen wird und der ist sehr vielversprechend. Ich darf einen kurzen Zwischenruf wiedergeben. Das bedingungslose Grundeinkommen darf auf keinen Fall durch Erhöhung der Steuern finanziert werden. Wer auch immer sich irgendwann bemüßigt fühlt, dazu Stellung zu nehmen. Ich möchte aber wenigstens kurz die Frage von Herrn Wiemann, noch aufgreifen. Das war die Frage nach der Elektromobilität. Und Da finde ich, ist auch eine Antwort wichtig. Es kann nicht richtig sein, bestehende Formen der Mobilität einfach durch eine andere Antriebsart zu ersetzen. Wenn wir jetzt 45 Millionen E-Autos haben, dann hilft das wirklich niemandem. Das heißt, es ist wichtig, nicht nur über technologische Alternativen nachzudenken, sondern eben auch über Veränderungen unserer sozialen, kulturellen Praktiken. Und das ist, glaube ich, auch eine, wenn ich das noch mal kurz erwähnen darf, Erkenntnis, die aus der Enquete-Kommission des Bundestages ja auch gekommen ist. Technologische Entwicklungen alleine reichen nicht aus, sondern führen in ganz vielen Fällen sogar zu Mehrverbrauch, worauf Sie ja gerade hingewiesen haben, durch Rebound-Effekte, durch Systemverschiebungen und so weiter. Aber die Anerkennung gibt es eben auch in diesem Bericht durch alle Fraktionen, die damals im Bundestag waren, inklusive der FDP, die ja demnächst wahrscheinlich auch wieder dabei sein wird, dass eben technologische Entwicklungen, Innovationen gestützt werden müssen, eingehegt werden müssen, ermöglicht werden müssen durch soziale und kulturelle Innovation. Wir läuten gerade die letzte Runde mit Publikum ein. Jörg Haas als Erster. Ja, hallo, Jörg Haas. Ich bin seit kurzem wieder bei der Böll-Stiftung angestellt, was ein großes Privileg ist. Macht da den Bereich internationale Politik. Ich wollte tatsächlich kurz dann doch schon auf eine vorige Stellungnahme nochmal zum Thema Autobatterien eingehen. Also die Zahlen, die da in der Presse kursiert haben, sind einfach fake,
sind einfach nicht echt. Und also da muss man schon auch vorsichtig sein, was da manchmal verbreitet wird. Das ist methodisch nicht haltbar. Was nicht heißt, Hermann, dass ich dir zustelle, also die Elektromobilität kann und wird voraussichtlich einhergehen mit anderen Nutzungsmustern von Autos. Ja, also sozusagen, es wird voraussichtlich und hoffentlich Autos sehr viel mehr geteilt werden, sozusagen sehr viel weniger Autos auf der Straße sein und so weiter. Das heißt, wir haben Innovationsprozesse, wo es eine Verschränkung von Verhaltensweisen gibt mit technologischen Veränderungsweisen. Ich glaube, so wird ein Schuh draus und wird diese alte Dichotomie, die da manchmal aufgemacht wird, ein bisschen auch produktiv aufgelöst. Aber es war eigentlich nur eine Vorbemerkung. Ich wollte nochmal eingehen auf diesen, wirklich fand ich, klang so VW-lastig, aber ich finde, der Kern der Frage sozusagen, wozu führt möglicherweise Umverteilung als Wachstumsschübe und wie sieht es mit der Arbeitsproduktivität aus, das ist eine Kernfrage des Dilemmas. In meiner Wahrnehmung der Postwachstumsdiskussion heißt es Post, weil man sich nicht aufs Wachstum fixiert, auch nicht ex negativo. Ja? Und das heißt erstmal, es ist nicht per se ein Problem, wenn etwas wächst oder wenn das Bruttosozialprodukt wächst. Und wenn wir den Schuh aufziehen und sagen, von der Seite aufziehen des Ressourcenverbrauchs, wo ich glaube schon jedenfalls am dringlichsten momentan die Kacke am Dampfen ist oder wo das Problem am schärfsten ist. Wenn wir das dort sagen, wir brauchen eine scharfe Reduktion des Ressourcenverbrauchs, das wird voraussichtlich zu einer Reduktion des Wirtschaftswachstums führen. Das glaube ich auch. Und wenn wir dann dazu, damit dieses verringerte Wirtschaftswachstum oder zum Stillstand kommende Wirtschaftswachstum, wenn das sozialverträglich abgesichert werden soll, brauchen wir die Umverteilung. Ich glaube, dann wird das sozusagen eine inhärente Logik daraus. Wie wir diese Umverteilung allerdings in offenen Ökonomien halbwegs sozusagen umsetzen können, ja, wo das in Anführungszeichen die Reichen systematischer Besteuerung entziehen und so weiter, das sind noch so große Baustellen zu leisten, dass das momentan eine Orientierung ist, eine Vision ist, aber wo wir noch verdammt dicke Bretter zu bohren haben. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, mein Name ist Dorothea Schoppig. Ich arbeite im Bereich internationale Beziehungen an der TU Darmstadt. Und meine Frage, die mir jetzt so spontan im Verlauf der Diskussion gekommen ist, war, dass ich das Gefühl hatte, dass die ganze Sache ein bisschen zu wenig global gedacht ist. Also gerade wenn wir dann so Fragen des internationalen Wettbewerbs und so haben, dann sind das ja oft so Blockadeargumente, dass man dann sagt, ja, wir in Deutschland können das ja gar nicht machen, weil wir dann im globalen Wettbewerb abgehängt wären. Meine Frage dazu ist jetzt, es gibt ja auf globaler Ebene rund ums Paris Agreement auch, sage ich mal, Mainstream-Diskurse, die sich ja auch trotzdem mit Klimafragen und Fragen, wie soll es denn mit unserer Welt so insgesamt weitergehen, beschäftigen. Und mich würde Ihre Einschätzung dahingehend interessieren, Ihnen, wie weit es zwischen diesen von mir aus ziemlich als Parallelwelten betrachteten Diskursen auch Anknüpfungspunkte gibt, gerade in Sachen irgendwie zivilgesellschaftlicher Beteiligung oder inwiefern man sagen muss, nee, wir unterhalten uns da auf so unterschiedlichen Ebenen, dass es da eigentlich gar keine gemeinsamen Diskurse geben kann. Danke. Okay. Ich fange mal mit dem ersten an, nochmal von Jörg Haas. Wenn wir soweit sind, dass das Wirtschaftswachstum nicht mal weiter wächst oder sogar schrumpft, ich weiß wirklich nicht, wie man sich auch nur mittelfristig sich das vorstellen soll, dass es geht und eben gerade in halbwegs offenen Gesellschaften, weil es natürlich eine nationale Wettbewerbslogik gibt. Natürlich, ich habe manchmal so einen Slide in meinen PowerPoints, wo Bundeskanzlerin Merkel zu Präsident Xi sagt, wir haben beschlossen, nicht mehr zu wachsen, wären Sie so nett, unsere Unternehmen nicht aufzukaufen. Das würde wahrscheinlich trotzdem passieren und es geht einfach weder national, es würde auch nicht weltweit gehen, weil dann eben weltweit die Krise passieren würde. Also was ich vorhin genannt habe eingangs, dass wir im Augenblick weit mehr Geld in die Weltwirtschaft pumpen als zur Zeit der Wirtschaftskrise von 2008. Monatlich sind das 250
Milliarden. Es wird mal, es ist jetzt nicht mehr die US-amerikanische Zentralbank, und die EZB ist weniger, es ist mal Japan, es ist China hoch. Das sind wahnsinnige Verschuldungsspiralen, die natürlich irgendwie tendenziell nur durch Wachstum aufgefangen werden können. Und es geht einfach nicht in diesem System zu glauben, wir machen jetzt ein bisschen Umverteilung und arbeiten und konsumieren ein bisschen weniger und alles ist schön. Insofern, ja, wir müssen es wirklich global denken. Und der Hinweis auf Paris nochmal, globale Verhandlungen, da ist ja immer stärker eigentlich wirklich so eine Diskrepanz zu sehen zwischen dem, was vereinbart wird, also Paris mit tollen Zielen, die Sustainable Development Goals, die Agenda 2030 auch genannt, mit ganz radikalen Zielen, was Armutsreduzierung und sonst was angeht. Und dann heißt es immer, um das zu erreichen, brauchen wir mehr Wachstum. Das heißt, das, was diese Krisen verursacht hat, gilt dann plötzlich auch gleichzeitig, heißt es dann, wenn wir das weitermachen und noch stärker machen, dann wird alles wieder gut. Da ist überhaupt gar keine logische Verknüpfung zwischen diesen Formulierungen der Ziele und dem, was irgendwie an Umsetzung da ist, drin. Wenn jetzt aber die Frage nach der Zivilgesellschaft kommt, dann würde ich sagen, ich sehe tatsächlich an vielen Ecken Menschen, die einfach sagen, da steht dieses Ziel drin. Und ich nagel jetzt mal darauf fest, das und das müssen wir in unseren Bereichen, da wo wir jetzt gerade sitzen, machen, damit das erreicht wird. Und insofern würde ich immer dazu aufrufen, sich einfach darauf zu berufen und das zu ignorieren, dass es einfach innerhalb dieser Papiere nicht gelöst wird. James Hansen hatte damals schon, als Paris eben veröffentlicht wurde, gesagt, also derjenige, der als Vater des Klimabewusstseins gilt, hat leicht gesagt, das ist Bullshit, solange an den Marktmechanismen nichts geändert wird. Also das, glaube ich, können wir einfach festhalten und dann können wir auf dieser Grundlage einfach damit versuchen zu machen, was wir machen können. Vielen Dank. Silke van Dijk. Ich finde, das ist eine total spannende Frage. Ne? Wie verhalten sich eigentlich diese Mainstream-Klimawandel-Diskurse jetzt zu den Postwachstumsdebatten? Wir haben es ja am Anfang eben schon gehört. Die Wachstumsfrage ist dann natürlich der Kernpunkt und die zentrale Frage, die Friederike angesprochen hat. Klimaabkommen, die wesentlichen Ursachen aber überhaupt nicht thematisieren können, oder ist es total logisch, werden nicht umgesetzt. Und jetzt finde ich die spannende Debatte, und das lenkt vielleicht auch noch mal zu der Frage über, welche Bedeutung hat es jetzt eigentlich, wenn Trump oder andere rechtspopulistische Kräfte den Klimawandel leugnen oder den menschlichen Anteil daran leugnen. Ne? Also welche Bedeutung hat das in einer Zeit, in der wir zwar Klimaabkommen haben, die aber sozusagen strukturell nicht umsetzungsfähig sind und deshalb auch wieder immer wieder unterlaufen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass das derzeit eine ganz wichtige Diskussion ist. Denn einerseits würde ich mit Friederike mitgehen, ich würde sagen, selbst wenn es das Abkommen gibt und innenpolitisch, das haben ja viele NGOs jetzt auch nochmal mit Blick auf die deutsche Politik gezeigt, nicht das umgesetzt wird, was überhaupt fürs Klimawandel getan werden müssen, ist das Abkommen natürlich trotzdem eine Anerkennung erstmal, dass es ein Problem gibt. Das hat halt keine richtige Ursachenanalyse. Und jetzt ist die Frage, was passiert in einer Situation, wenn jetzt andere Kräfte kommen, Trump und Co. und anfangen zu leugnen, dass es das überhaupt gibt. Und meine Befürchtung ist gegenwärtig tatsächlich, dass das eine ganz schwierige Dynamik, und da werden wir wieder ein bisschen zurück bei dem Thema auch Rechtspopulismus und Wachstum, denn plötzlich sind diejenigen, die strukturell alles dafür tun, dass sozusagen die Klimaabkommen nicht realisiert werden, immer die Guten, weil sie sich natürlich rhetorisch die ganze Zeit gegenüber dem Klimawandel leugnen und so weiter positiv in Szene setzen können. Ich würde auch sagen, es ist besser, den Klimawandel immerhin anzuerkennen, das ist jetzt keine Frage, aber ich glaube schon, dass wir eine Konstellation haben, wo man jetzt als Linke und als in dieser Situation aufpassen muss, dass man mit der doch sehr einfachen Problematisierung von Trump, haben, finde ich, auch viele NGOs jetzt beim G20-Gipfel sehr stark in ihrer Fokussierung immer auf dieses Baby Trump, dann da auf dem Greenpeace-Boot und so weiter. Das ist halt eine sehr einfache Kritikfolie. Und das andere ist, rhetorisch anzuerkennen und Tonnen von Gipfeln zu veranstalten und faktisch eine Politik zu betreiben, die es immer unterläuft, ist faktisch das Gefährlichere. Und damit, glaube ich, muss man unbedingt aufpassen, und das ist, glaube ich, insgesamt eine große Herausforderung, mit der Kritik am Rechtspopulismus in manchen Punkten dann nicht das Geschäft der Neoliberalen zu erledigen. Ne? Also, weil das wäre ja die klassische Kritik, oh Mann, und die erkennen das nicht an. Und ich glaube, dass das gerade wirklich die große Bedrohung ist, dass diejenigen, die es strukturell verunmöglichen, dass es wirklich einen fundamentalen Wandel hin zu einer anderen Politik gibt, dass die plötzlich die Guten, die Progressiven und so weiter sind. Und das ist, glaube ich, die Gefahr.
Ja, sehr schön. Das war auch tatsächlich das Thema beim Solidaritätsgipfel in Hamburg, nämlich genau darauf, ich unterstütze voll und ganz, was Sie gesagt haben, weil wir nämlich genau erleben, sowohl in der Klimapolitik als auch in der Handelspolitik, dass sozusagen die tatsächlich in der Weltpolitik die Autoritären sind die bösen Buben, aber Trump ist es natürlich nochmal besonders, sich jetzt alle dahinter verstecken, dass einer wie Trump aus dem Klimaabkommen aussteigt, sehe ich auch negativ, genau, weil es war eine Errungenschaft, dass alle Staaten unterschrieben haben. Gleichzeitig wir aber erleben, dass die EU mit einem neuen bilateralen Handelsabkommen mit Japan die gleiche Handelspolitik betreibt, als hätte es nie Proteste gegen TTIP gegeben, als hätten wir nicht dort die falschen Richtungsstellungen bei TTIP kritisiert. Es wurde sogar intransparent verhandelt und so weiter. Ich teile das, ja, dass wir da aufpassen müssen, dass wir nicht auch unserer Bundesregierung oder der EU es so leicht machen, sich dann dahinter zu verstecken, dass da auf der anderen Seite des Atlantiks ja einer sitzt, der das alles liberalen Handel und Klimaabkommen in Frage stellt. Auf jeden Fall müssen wir da dagegen halten und es denen in der Argumentation nicht so einfach machen. Aber Merkel obsiegt ja in unserer Bevölkerung, in der Mehrheitsbevölkerung mit dieser Haltung. Ja? Sie ist ja erfolgreich und deswegen finde ich, also jetzt auch nochmal mit das ganze Thema, in welchen Parallelwelten leben wir? Also, ja, okay. Wir kommen nämlich zur letzten Runde jetzt. Aber eine kleine Werbeeinlage sei mir noch gestattet. Morgen sollte rauskommen ein In-Brief, so nennen wir das, ein Briefing aus dem Wuppertal-Institut, wo wir Klimapolitik trotz Trump als Titel gewählt haben. Also was für Strategien die internationale Gemeinschaft fahren kann, um mit diesem Enfant terrible umzugehen. Was aber wir tatsächlich gesehen haben, ist die sogenannte Schurkisierung der Klimapolitik. Die ist von Erfolg gekrönt. Also wann war es schon mal oder hat es das schon mal gegeben? Hätte sich das vor ein paar Jahren jemand vorstellen können, dass ein simpler Umweltvertrag, er ist natürlich ein bisschen mehr, aber ein Umweltvertrag beziehungsweise der Rückzug aus einem Umweltvertrag zu einem globalen Aufschrei führen kann, dass die Drähte zwischen den Hauptstädten heiß laufen, dass es Demonstrationen in den Städten gegen den Austritt aus einem Vertrag gibt und dass dann auf einer G20-Konferenz sich tatsächlich, und das hat es noch nie gegeben, 19 Staaten gegen diesen Austritt wenden und sagen, wir wollen das anders machen. Also da ist tatsächlich eine Dimension der internationalen Beziehungen erreicht, die erstmal auf der rhetorischen Ebene, aber die man jetzt auch nutzen kann und ja, die alle auch nutzen müssen, also um das Thema weiter voranzutreiben. Es ist nicht das erste Mal, dass Industrieländer Völkerrecht brechen. Sie tun es am laufenden Band. Ich könnte jetzt viele, viele Beispiele... Er bricht das Recht nicht. Ja, ich meine, er hat immerhin einen Vertrag unterschrieben, der völkerrechtsverbindlich ist. Und da will er aussteigen daraus. Lass uns das mal nicht weiter verfolgen. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich bitte um Entschuldigung. Letzte Runde hier auf dem Podium mit der Frage, aber ich bitte doch zwei Dinge noch im Hinterkopf zu behalten, die gestellt worden sind aus unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das eine ist nochmal die Frage, inwieweit kommt es nicht auch auf Verhaltensänderungen der Menschen an? Wir hatten die Frage vorher schon mal, dieses Verhältnis zwischen institutioneller Veränderung, politischer Aktion und eigenem Lebensstiländerung, Werteänderung. Über Werte haben wir überhaupt viel zu wenig gesprochen bisher. Dass wir das im Hinterkopf behalten in der letzten Runde jetzt und auch vielleicht diese Nord-Süd-Frage nochmal. Sie kommt doch immer wieder auch aus dem Publikum. Kann diese Postwachstumsagenda überhaupt in einer global vernetzten Welt durchgeführt werden, ohne zu Lasten
derjenigen zu gehen, die sowieso schon die Ärmeren in unserer Gesellschaft, in unserer globalen Gesellschaft sind. Aber doch nochmal zurückkommen auf die Frage Postwachstum und Rechtspopulismus. Was kann denn eine Postwachstumspolitik dem entgegensetzen, beziehungsweise auch der Vereinnahmung entgegensetzen? Denn das haben wir ja doch in den letzten Monaten, Jahren gesehen, dass bestimmte Positionen, die einmal als links galten, nämlich eben anti-neoliberaler Globalisierung, dass die plötzlich von den Rechten aufgegriffen werden, instrumentalisiert werden und diese Organisationen vielleicht sogar als eigentliche Beschützer gesehen werden. Was kann eine kritische, emanzipierte, an einer offenen, demokratischen und gerechten Gesellschaft interessierte Bewegung dagegen tun, um dieser Vereinnahmung entgegenzuwirken? Und ich würde vielleicht die Reihenfolge der letzten Runde anders machen als die erste. Friederike Habermann. Also ich habe ja vorhin gesagt, ausgehend von der zapatistischen internationalen Vernetzung war ich dabei, als wir die Globalisierungsbewegung aufgebaut haben, und ich habe nicht von Antiglobalisierungsbewegung gesprochen. Ich weiß nicht, ob es die Webseite noch gibt, aber antiglobalisierung.de war immer eine rechte Seite. Und es ging immer darum, eine emanzipatorische Globalisierung von unten zu machen. Und das ist vielleicht nur ein Beispiel von vielen, wo wir wirklich genau hingucken müssen, was unsere Werte sind. Und nicht von Antiglobalisierung zu sprechen, sondern von der emanzipatorischen Globalisierung von unten oder wie auch immer. Genauso bei den Identitätsdiskursen nicht zu verwechseln, geht es jetzt darum, dass auch reiche weiße Frauen in die DAX-Vorstände können, oder geht es darum, dass wir alle uns nach unseren Bedürfnissen und Fähigkeiten in dieser Welt verwirklichen können und uns so entfalten, wie wir es möchten, ohne Vorgaben durch Wirtschaftsstrukturen und Identitätskategorien. Ich habe ganz viel davon eben in dieser Globalisierungsbewegung gelernt, von Bewegungen gelernt, die wirklich die marginalisiertesten dieser Welt sind. Ob das Indigene aus Panama oder aus Indien oder Landlose aus Brasilien oder die Bauernbewegung aus Indien oder Maquiladora-Arbeiterin oder was weiß ich war. Aber gerade die Bewegung, die wirklich wie die Indigenen oder wie die auch tatsächlich indische Bauernbewegung oder wie schwarze Gemeinschaften in Kolumbien noch Räume anderer Selbstverständlichkeiten untereinander leben, die nicht 24/7 in den Kapitalismus eingebunden sind oder andere Strukturen noch aufrechterhalten haben können, die haben mir beigebracht, wieder über den Kapitalismus hinauszudenken. Ich war sonst in den 90ern erstmal auch genauso blind wie wir alle, dass wir dachten, und wie, ja, der Kapitalismus ist das Ende der Geschichte, so im Grunde. Und von denen habe ich gelernt, dass sie immer dissidente Politik gemacht haben, dass sie immer Entwicklungszusammenarbeit, wie es heute heißt, abgelehnt haben, dass sie all diese Scheinlösungen abgelehnt haben und dass sie immer für das ganz Radikale waren. Ich habe es von wirklich den marginalisiertesten Bewegungen dieser Welt gelernt und deshalb ist das für mich einfach kein Argument. Ich glaube, dass wir heute in einer Situation sind und die Wahlerfolge von AfD oder Trump sprechen dafür, obwohl, das sollten wir auch mal erwähnt haben, obwohl es natürlich sicher allen klar ist, ich glaube, das Entlarven von Trump von AfD als natürlich diejenigen, die genau dieses System aufrechterhalten, die AfD ist eine neoliberale Partei, es wurde schon benannt, aber sie haben eben einen anderen Sie treten anders auf und ich glaube, wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass sie die neoliberalen Politiken mittragen. Aber was ihr Erfolg zeigt oder auch was man einfach merkt, wenn man in Bewegung ist, wenn wir Veranstaltungen machen, wirklich wie groß gerade die Räume sind, in denen neu gedacht werden kann, weil die Menschen nicht mehr daran glauben, dass es im gegebenen System ein gutes Leben geben kann. Für alle ist vielleicht auch gar nicht leider das Problem von allen, aber eben mit dieser Perspektive vielleicht den eigenen Kindern wird es schlechter gehen. Jedenfalls ist da nichts mehr, was irgendwas verspricht.
Und das macht diesen Raum auf, wo eben plötzlich diese Dystopien möglich werden können durch Trump, diese rechten, furchtbaren Zukunftsvisionen und andererseits aber eben auch wirklich ein Möglichkeitsfenster ist für Menschen ganz anders, sich wirtschaften, Leben miteinander vorstellen zu können. Und wenn mir dann schnell vorgeworfen wird, ich würde mich in kleinen Projekten verlieren mit dem, worauf mein Blick liegt oder in wie organisieren sich die Bewegungen, das ist doch irgendwie nicht so wesentlich. Mir geht es umgekehrt so, dass ich das Gefühl habe, andere verlieren sich im Klein-Klein, wenn es darum geht, welche Finanzmarktregulation oder welche soziale Sicherungssystem können wir jetzt wie. Das ist wichtig für die Menschen, die an diesen Schaltstellen sitzen, die da vielleicht Entscheidungen treffen können. Aber sie werden im Zweifel die Entscheidungen ganz anders treffen, wenn sie von einer Bewegung getragen sind, die sich wirklich was ganz anderes vorstellen kann. Und dass Menschen sich was ganz anderes vorstellen können, ist eine emotionale Sache, ist eine Erfahrungssache, ist das, was wir spürbar machen müssen. Und das ist auch das, was wir versucht haben mit diesem Treffen mit 1200 Menschen, da eben wirklich ohne Geld, ohne Tauschlogik miteinander umzugehen. Und ich glaube, dass das wirklich schon auch ein Punkt ist, der in die Bewegung weiter wirken wird und der eigentlich auch unsere sozialen Praktiken in der Bewegung schon widerspiegelt. Vielen Dank, Barbara. Ja, ich versuche auf verschiedene Fragen, die du auch noch mal gestellt hast, einzugehen. Also, und weil es das Schlussstatement ist, allererstens, ich wiederhole, wir haben nur ansatzweise und punktuell Ahnung, wie ein gutes Leben für alle unter globalen und Gerechtigkeitsbedingungen aussehen soll. Wir müssen uns noch mehr auf den Weg machen, das nicht nur in Praxen auszuprobieren, sondern eben auch wirklich nachdenken, gründlich nachdenken. Da brauchen wir wirklich so viele Menschen, die dann dazu helfen, dass wir weiterarbeiten an dem, wie eine andere Ökonomie, die Leute nicht ausbeutet, die Ungleichheit nicht befördert und die den Planeten nicht schrottet. Das ist ja nach wie vor das Ziel. Und wir haben sie noch nicht. Ja, so das, was die Vision, die Utopie ist. Wir haben Werte und Normen für diese Utopie. Und ich möchte auch, dass zu diesen Werte und Normen Elemente eben wie Freiheit und Errungenschaften der Moderne gehören, die wir ja auch mit dem Kapitalismus bekommen haben, nämlich die Errungenschaften der Moderne wie Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter und natürlich demokratische Partizipation, so unvollkommen sie sind. Diese Errungenschaft müssen wir uns erhalten, unbedingt. Deswegen müssen wir auch über die politischen Systeme und wie wir Demokratie weiterentwickeln in dieses Nachdenken für ein gutes Leben für alle oder für eine Postwachstumsökonomie nachdenken. Und das Zweite ist natürlich, jenseits der sozialen Experimente und Praxen müssen wir natürlich am laufenden Band tatsächlich handeln und erstmal dafür kämpfen, dass wir das, was ich die Politisierung der Lebensstile nenne, auch weiter verbreiten. Wir leben definitiv hier im Norden mit unseren Lebensstilen nach wie vor auf Kosten derjenigen, für die uns diese Ressourcen liefern. Und ich mache das jetzt auch noch mal im Landwirtschaftsbereich klar, weil das einfach auch ein Markenzeichen der Heinrich-Böll-Stiftung ist, mit den Fleischatlanten, mit dem Bodenatlas. Da machen wir doch konstant deutlich und klar, was unsere Lebensstile an Ressourcenverbräuchen, an Landverbräuchen und natürlich auch an sozialen Problemen in anderen Ländern schafft. Und haben wir das vielleicht schon geschafft, dass wir von 60 Kilo pro Kopf hier runter sind? Nein, haben wir nicht. Wir haben es nicht geschafft, dass klar ist, dass zum Beispiel dieser Earth Overshooting Day, der global im August berechnet wird, in Deutschland schon im April stattfindet. Ja? Also jeder Deutsche, jede deutsche Bundesbürgerin hat einen Ressourcenverbrauch, neunmal, achtmal, zehnmal so hoch ist, wie es sein dürfte. Wir stoßen 11 Kilogramm pro Kopf Emissionen aus und nicht 2,7 Kilogramm pro Kopf, die wir bräuchten. Und deswegen müssen wir erstmal auch handeln darüber, dass wir hier mit diesen Ressourcenverbräuchen runtergehen. Das ist das eine, weil das ist
dann Solidarität und sehr konkret anderen Menschen überhaupt noch Handlungsspielräume zu ermöglichen. Und wir haben Millionen Menschen, die in dieses kapitalistische System überhaupt noch nicht integriert sind, immer noch nicht. Und dort sollen sie eigentlich bleiben können für ein gutes Leben, natürlich. Das ist richtig. Was wir aber machen mit der Ökonomisierung der Natur, was wir machen auch mit einer CO2-getriebenen Preispolitik im globalen Maßstab, mit so Instrumenten wie Kompensieren unserer Flugkosten und so weiter, da holen wir diese ganzen auch Gesellschaften erst überhaupt noch in den Kapitalismus hinein. Und wir haben 33 Büros in aller Welt, und da, wo ich so wie du unterwegs bist, Friederike, sagen mir die Leute: Verdammt, lasst uns doch in Ruhe, wir haben hier ein gutes Leben und ihr wollt uns einreden, dass wir es nicht haben, und bringt euch unseren Schrott, ihr um Gottes Willen, uns euren Schrott und so weiter. Ja? Also nochmal klar, wir haben es mit massiven Abwehrkämpfen zu tun, mit massiven, wir müssen abwehren, was weiterhin auch wirklich an Problemen erzeugt und geschaffen wird, von der Ungleichheit bis zur Zerstörung von Ökosystemen. Und wir brauchen auch die gesammelte Zivilgesellschaft, in dieser Abwehrschlacht unterwegs zu sein. Aber wir müssen parallel die Kraft entwickeln, dann auch über andere ökonomische Modelle nachdenken, die einer Utopie, wie ich sie vorher versuche oder wie wir sie alle versuchen zu beschreiben, dann auch etwas näher kommt. Aber wir haben keine, im Letzteren, was die Utopie ist, Ansätze, Normen, Werte und Grundsätze und Prinzipien, aber noch keine wirklich durchbrechenden Antworten. Dankeschön. Vielen Dank auch. Und das tatsächliche Schlusswort, Silke van Dijk. Ja, ich würde die Frage nach dem Verhalten und den Verhältnissen nochmal gerne aufgreifen, weil letztlich ist das immer so der Grund, der, finde ich, der teilweise wirklich auch fast unnötige Grundkonflikt, der durch die Debatte geht, weil es natürlich immer beides ist. Und ich finde, man kann es an einem Beispiel tatsächlich aber nochmal sehr gut zeigen, dass es immer darum geht, dass Verhalten eben in Verhältnisse eingebettet ist. Und ich finde, wir haben sehr stark immer wieder doch auch so eine sehr moralisierende Diskussion des Konsumverzichts, also der Pflicht zur Suffizienz. Und ich finde, aus der feministischen Debatte gibt es da eine sehr, finde ich, grandios gute Formulierung von Uta von Winterfeld, wenn es um das Recht auf Suffizienz geht, nämlich nicht den individuellen Verzicht, sondern eine Gesellschaft zu bauen, in der wir nicht immer mehr haben wollen müssen. Und davon auszugehen, wir sind, und das ist das, was ja zum Beispiel Uli Brandt heute Abend hier auch nochmal vertreten hatte, die individuellen Möglichkeiten sind eben eingebettet in ein System der imperialen Lebensweise, das eben den individuellen Handlungsmöglichkeiten, dass es sie nicht komplett beschneidet, das wäre ja wahnsinnig, sind zu behaupten, dass ihnen aber eben doch deutliche Grenzen setzt. Und ich finde, diese Idee eines Systems, was es ein Recht auf Suffizienz ermöglicht, das hat eben eine ganz starke strukturelle Komponente. Dann würde ich gerne noch was zu der globalen Frage sagen, diese quasi die globale Dimension und die Klassenfrage. Und ich glaube, gegenwärtig ist das ja auch einer der großen Konflikte. Einerseits die Abstiegsgesellschaft, die sich die Abstiege in den Ländern des globalen Nordens anguckt, dann diejenigen, die eher die Externalisierungsgesellschaft stark machen und sagen, alle in diesen Ländern des globalen Nordens leben über die Verhältnisse von anderen im Süden. Auch hier gilt natürlich immer wieder, keine der beiden Diagnosen ist alleine richtig. Aber ich glaube, ein Punkt ist mir noch mal ganz wichtig zu betonen. Als Marx und Engels 1848 das Kommunistische Manifest geschrieben haben, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, da hatten sie recht. Sie hatten recht, dass die Klassenlage das war, was die Menschen weltweit verbunden hat und der entscheidende Faktor für die soziale Lage. Die Situation ist heute umgedreht, komplett anders. Heute entscheidet zu einem Großteil der Ort auf der Welt, also Location statt Class, darüber, was im globalen Gefüge ihre Klassenposition ist. Das ist natürlich eine große Herausforderung dafür, was es heißt, Bündnisse zu schließen, wer eigentlich mit wem kämpft. Und ich glaube, das dürfen wir in der Diskussion definitiv nicht ausblenden. Dann möchte ich noch was sagen, abschließend zu der aufgeworfenen Frage, gibt es jetzt eine Gefahr der Vereinnahmung? Und ich würde sagen, das hatte ich heute Morgen auch schon formuliert und Dennis Eversberg hat es im Workshop auch nochmal gut gesagt, die gibt es durchaus in Teilen der extremen
völkisch-rassistischen Rechten. Aber in den rechtspopulistischen Kräften, über die wir heute hier diskutiert haben, finden wir eher eine starke Wachstumsorientierung, eher, was ich heute Morgen auch nochmal ausgeführt habe, eine Orientierung an diesem fossilen Kapitalismus des 20. Jahrhunderts. Die Gefahr, die ich sehe, und das möchte ich nochmal zuspitzen, ist vielmehr, dass sich Teile der Linken vom Erstarken der Rechten in die Richtung eines nationalen sozialen Projektes treiben lassen, das auf Wachstum im nationalen Stil setzt. Und dass in diesen Teilen wir es immer mehr erleben in der Linken, dass plötzlich dann doch die riesigen Unterschiede, die Friederike ja auch schon angesprochen hat, einer linken kritischen Position gegenüber einer neoliberalen Globalisierung und einer rechten Antiglobalisierungsposition verwischen und Akteure plötzlich Gemeinsamkeiten ausmachen. Wir finden in Blättern, die sonst eigentlich eher wirklich progressive Debatten befördern, wie den Blättern, plötzlich Beiträge, die für eine Querfrontstrategie plädieren, weil sozusagen der Hauptfeind der Neoliberalismus sei und Rechte und Linke sich gegen den Neoliberalismus zusammenzuschließen hätten. Das sind Extrembeispiele. Aber ich glaube, dass wir darum ringen müssen, die Teile der Linken, die glauben, nationales Wachstum sei die Antwort auf den Rechtspopulismus, um die müssen wir ringen, denn die brauchen wir letztlich für ein breites linkes emanzipatorisches Postwachstumsprojekt. Vielen Dank. Das war nochmal, das war, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, hier rauszuarbeiten. Ich danke allen, die hier auf dem Podium mit mir waren. Silke van Dijk, Friederike Habermann, Barbara Unmüßig. Ich danke Ihnen, die Sie alle hier sind. Und ich danke vor allen Dingen Jana, hier ist sie gerade. Miriam Bossmann, wer ist sie?